Hallo Maurice. Wieder mal der Erste hier. Hallo Daniela. Wieder mal die Erste hier. Wie ist es? Bereit für das Wochenende, ihr harten Arbeitstierchen. Jetzt haben wir die schönen Zahlen durchbrochen. 444. Hallo, Nokemon, Mion. Du auch, Mion. Heute muss eins von den beiden Shinies kommen. Das ist ganz normale Logik. Denn am Montag fange ich Gen 7 an. Das heißt, letzte Chance heute. Und das wissen die. Ich will fast eher Regidrago haben als Giratina. Die ersten werden die letzten sein. Hallo Faulgott. Hallo. Weil mehr. So hell bei dir der Hintergrund. Es tut mir leid, dass ich auch mal Sonne abkriegen will. Warum bei diesem schönen Wetter, das wir ausnahmsweise hier mal haben, in einem dunklen Raum sitzen. Meine Pflanzen hinten, die denken sich doch, du kleiner Bastard. Gib uns Licht, du sperrst uns ein und dann gibst uns nicht mal Licht. Hallo Sink. Ich finde sie ganz cool aus, so hell der Hintergrund. Ich saß heute schon im Dunkeln, weil ich habe das Wylord-Video aufgenommen. Ich war echt schnell. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde bloß gebraucht. Hallo Jenny. Hallo Happy. Heute hast du Shiny Giratina in BDSP gedroppt. Das ist ein Zeichen. Ich nehme das als Zeichen, dass mein Giratina auch kommt. Ja, ja. Hallo Kühner. Hoffentlich. Wie viele Resets hast du gezählt, Sink? Wie viel Resets hat die Drachenschlange gebraucht? Gibt's überhaupt... wie heißt das eigentlich? Zwielicht? Nee. Zwielicht-Giratina? Wie heißt es? Zerwelt-Giratina. Gibt's das überhaupt im BDSP? Nee, ne? Heute genau ein Monat. Das ist eine Zeit. Hallo Angel. Hab mich da mal davon abgehalten, nicht nach der Arbeit zu schlafen. Hallo Robbensohn. Ich habe damals zur Abi-Zeit, habe ich es mir irgendwie angewohnt, nach der Schule einfach ein Mittagsschläfchen zu machen. Das war so dumm. Mittagsschläfchen, also ich glaube, manche Leute können das. Manche Leute können Mittagsschläfchen machen oder Powernaps oder wie auch immer. Ich kann das nicht. Aber ich habe auch nie diese Methode ausprobiert, dass man... Aber ich wollte auch nicht powernappen, ich wollte dann wirklich schlafen. Aber das hat mich immer, der Tag war gelaufen. Es ist so, du bist so am Arsch danach. Weil du bist einfach, dein Körper schläft einfach, aber halt nicht die vollen 8 Stunden, sondern einfach nach 2 Stunden so, oh. Schrecklich. Ich habe das einen Monat oder so gemacht und sofort wieder abgewohnt. Und seitdem habe ich nie wieder einen Mittagsschlaf gemacht. Das ist so schrecklich. Und immer wenn ich einen machen muss, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Stunden geflogen bin oder nach einem Festival kaum geschlafen habe, und dann legt man sich hin. Trotzdem. So im Arsch. Aber freiwillige Mittagsschläfchen? Niemals. Und ich weiß, es gibt die Methode, dass du einen Schlüssel in die Hand nimmst, sodass, wenn der Schlüssel runterfällt, du aufwachst, weil du dann in dem Moment die Kontrolle verlierst, damit du halt nicht tief einschläfst. Aber warum soll ich Mittagsschlaf machen oder warum soll ich
Also ich sehe keinen Nutzen darin, sich hinzulegen und nicht zu schlafen. Was ist denn da der Unterschied? Also was ist da, das ist doch komplett was anderes. Warum soll ich Mittagsschläfchen machen, ohne zu schlafen? Also nee. Niemals. Heute Giratina, hallo Scouty. Ich will fast Regidrago zuerst haben. Aber ich will ja eigentlich Famibs machen. Wenn Giratina kommt, dann muss ich ja zu Kyurem gehen. Hoaktu. Vollgott. 5 Streams. Richtiger Fan. Hallo Marco. Die sinnlosen Gegenstände, die du das letzte Mal gezeigt hast, haben es mir echt angetan. Ich werde mir definitiv welche kaufen. Die gibt's nicht zum Kaufen. Vielleicht gibt's irgendeine verrückte Person, die auf Etsy die 3D druckt und verkauft, aber die gibt's nicht. Das ist ein Kunstprojekt. Die kann man nicht kaufen. Aber also die sind nicht zum Kaufen gemacht. Das ist einfach nur ein Kunstprojekt. Aber vielleicht gibt es Leute auf Etsy. Wieder ein Traum geplatzt. Einfach was kaufen wollen, was nicht existiert. Das ist der Witz daran. Die Dinge existieren natürlich nicht. Aber vielleicht gibt es auf Etsy das. Unusable Objects. Es wäre vielleicht witzig. Nur die Sache ist, würden Leute das wirklich kaufen? Die Trucker-Methode mit dem Schlüssel im beruflichen Kontext, wenn man gerade auf Dokumente vom Zoll oder ähnliches wartet, ergibt das echt Sinn? Ja. Machen das Trucker so? Während dem Fahren? Ah, da bin ich einschlafen, nehme ich den Schlüssel in die Hand. Hallo Stabilo. Ich habe das mit den Perlu gesehen, Marco. Krass, krass, krass. Zum Glück ist das ja in Wirklichkeit nicht so wie in Pokémon Go. In Pokémon Go müsstest du so viele Shinies fangen in der Hoffnung, dass du die richtigen kriegst. So wie bei Wampel. Bei Wampel ist zum Glück sau einfach zu kriegen in Shiny, aber wie viel Wampels ich entwickelt habe, bevor ich alle Entwicklungen hatte, es war eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit. Aber zum Glück ist das nicht so in Wirklichkeit. Da kannst du einfach die eine Platte und die andere Platte nehmen. Wie heißen die? Aalplatte und Salalagana-Platte. Nee. Oder Perlen? Stabilo. Ich hoffe, es geht dir gut. Das wäre meine Idee. Wenn ihr einen 3D-Drucker zu Hause habt oder Gummistiefel, dann schneidet einfach vorne die Spitzen ab und verkauft es. Schau, das geht gar nicht. Wer würde das kaufen, außer Verrückte wie du? Ach, Zahn. Zahn und Platte. Ebbes Zahn und Ebbes Platte. Beides Ebbes. Weil die voll tief im Wasser sind. In die Ebbes. Gab es nicht einen Film, der Ebbes hieß? Die Ebbes. Mit diesem durchsichtigen Wasser-Alien. Hab erstmal gecheckt, dass man die Items in Usum farmen kann. Ich meine, du könntest sie in BDSP auch entwickeln, aber ich glaube, das ist das Einzige. Kann man sie farmen oder gibt es sie ein einziges Mal jeweils pro Spiel? Bedi bim bim bim. Bis zu den Knöcheln im Wasser? Nein. Nein. Der sei dir nicht gegönnt, dieser Witz. Hallo, Herr Benz. Ich finde, das sieht schön aus mit dem hellen Hintergrund. Ihr seid alles Banausen. Geht mal raus. Touch some grass. Allergiker so, nein. Sowas lernt man nicht in der Schule mit dem Schlüssel. Ja, man lernt so viel nicht in der Schule. Wie zum Beispiel Mittagsschlaf mit Schlüssel. Wenn Leute so beim Amt irgendwo warten, benutzen Leute diese Schlüsselmethode. Ist schon krass, wie gut man schlafen kann, wenn man im Amt in den Tiefschlaf gerät. Wie zum Teufel. Ich bin jemand, der braucht Mucksmäuschen still, um zu schlafen.
Oder wie krass übermüdet müssen die Leute sein? Hallo Feli. Sieht sehr cool aus mit dem Hintergrund. Schau, Alter. Schau, wie die Majora's Mask aus dem Licht herauskommt. Ist eigentlich echt krass, Mann. Licht, ey. Faszinierende Erfindung der Menschheit. Ich brauche nur pure Dunkelheit. Deine Haut wird es dir danken. Eigentlich ja, die Haut dankt es einem, oder? Ich meine, die Haut braucht Haut. Ich meine, der Mensch braucht Vitamin D. Ich weiß immer nie, ob B oder D. Vitamin D. Aber Sonne an sich braucht die Haut nicht. Im Gegenteil, Sonne ist schlecht für die Haut. Könnte ein Mensch, außer psychisch, könnte ein Mensch physisch locker überleben ohne Sonne? Ach, du meinst zum Schlafen? Du gehst auch mal raus? Ja, okay. Bei mir muss mein Bauch zugedeckt sein. Sobald dein Bauch zugedeckt ist, schläfst du ein. So auf Partys gibt man dir einfach so eine Decke und du... Gestern leider nicht mehr in den Switch geschafft. Dein Gen 6 Video ist wieder so gut geworden. Und das Vivillon weiblich ist wirklich nicht tragisch. Das hat sich schon erübrigt. Ich habe das Vivillon in männlich. Die liebe Trunks hat... Ich habe ja in dem Video gesagt, danke Trunks. Und das Vivillon war von Trunks. Und jetzt hat Trunks nochmal nachgeguckt und sie hat auch eins in männlich. Das heißt, ich habe ihr das weibliche wieder zurückgegeben und sie hat mir ein männliches gegeben. Frag mal in den Ländern, die nicht viel Sonne haben. Ja, ja, Länder wie Schweden, Island und sowas, da sind die Menschen höchst depressiv im Winter. Selbstmordzahlen steigen extrem. Aber das ist die Psyche, die ich meine, klar. Meine Frage ist, ob der Mensch komplett auf Vitamin D-Pillen leben kann, ohne wirklich Sonne zu brauchen. Physisch. Psychisch wirst du verrückt, klar. Hast du eine neue Pflanze im Hintergrund? Ja, aber schon die ganze Woche. Eine Monstera, die Klischee-Pflanze vom Ikea. Ich habe beide Klischee-Ikea-Pflanzen jetzt hinten. Ich habe die da, wie auch immer die heißt. Und an der... Am Fensterbrett jetzt die Monstera. Aber beide sind typische IKEA-Basic-Pflanzen, die du da für 20 Euro, die stehen da rum und kaufst sie und sie gehen nie kaputt. Und du kannst sie in den Schatten stellen und einmal im Monat Wasser geben und die Dinger überleben. Man nennt sie auch die Gamer-Pflanzen. Ich könnte der wahrscheinlich einfach Monster Energy Drink geben und sie würde zwar lila werden, aber sie würde überleben. Zieht ihr euch auch die Decke drum, egal wie warm es ist? Manche wollen das nicht verstehen, dass es ohne nicht das Richtige ist. Vor allem fällt es mir schwerer, dabei einzuschlafen. Selbstverständlich, ich glaube, die meisten Leute brauchen eine Decke, um zu schlafen. Kommt aus Land drauf an. Ich glaube, in den heißen Ländern, selbst in heißen Ländern, im Hotel und sowas, kriegst du trotzdem eine Decke, die so gut wie aus nichts besteht, einfach damit was auf dir drauf liegt. Aber wahrscheinlich in den richtig heißen Ländern, die verstehen das Prinzip von der Decke nicht. Aber ich brauche keine zum Schlafen. Wenn es zu heiß ist, dann nehme ich die Decke quasi in den Arm. Aber nichts bedeckt mich wirklich. Aber ich glaube, das ist nicht abnormal, dass du eine Decke über dir brauchst. Es ist ja auch ein gewisses Schutzgefühl, weil manche Leute, die... Keine Ahnung, bei was für Krankheiten oder bei was für Zuständen. Aber viele Leute schlafen mit so schweren Blankets. Also es gibt ja Decken, die extra schwer sind, weil man damit besser schläft oder weil das gut ist bei ADHS, keine Ahnung. Und was war die Regel? Die Decke muss so schwer sein wie ein Drittel von deinem Körpergewicht, ein Viertel von deinem Körpergewicht, 20% von deinem Körpergewicht oder sowas.
Dann hast du wirklich so eine Decke auf dir, die einfach sich wie eine Umarmung anfühlt. Und das soll anscheinend, also wenn ihr Probleme habt zu schlafen, das soll anscheinend mega geil sein. Ich habe mal so eine Decke in der Hand gehabt und dachte mir so, um Gottes Willen, nein. Ich werde erdrückt. Ich mag keine heißen Füße. Okay. Dann hör auf, sie anzufassen. Ich habe eine Gewichtsdecke, schau, absoluter Gamechanger zum besser schlafen. Wie schwer bitte? Ich weiß, Jenny, weißt du das, wie schwer deine Decke ist? Ich glaube 20% vom Körpergewicht oder. Also bei 100 Kilo würdest du eine 20 Kilogramm Decke haben. Das verteilt sich natürlich, aber das Ding ist schwer. Diese Gewichtsdecken sind schwer, aber darum geht's. Es geht darum, dass du wirklich gedrückt wirst und dadurch besser schläfst. Keine Ahnung, wahrscheinlich so Primal oder so war es auch im Mutterleib, dass du da so richtig... Genau das, was du sagst. 20%! 100% wäre geil. Decken, die einen umarmen. Ja. Pillow. Wie heißen die? Buddy Pillows. Hallo, Sword of the Demon King. Ich habe diese Szene im Kopf, wie Rock Lee seine Gewichte ablegt. Genau. Jeden Morgen stehst du auf mit der Decke so um dich rum. Und dann lässt sie so runterfallen. Und dann einfach. Und dann hast du so im Boden so Abdrücke. Jedes Mal Parketts oder was auch immer komplett zerstört, jedes Mal neu machen. Oder überall in der, du hast extra so ein Sandpit, wo du jedes Mal dich reinstellst und die Decke einfach fallen lässt und dann hast du so gelbe Aura um dich rum und machst dir einen Kaffee. Die Decken sind schwer neu zu beziehen. Man denkt immer, 20 Kilo ist nicht viel. So, man denkt, ja, 20 Kilo. Aber nimm mal 20 Kilo in die Hand. Das ist krank viel. Weil wenn du jetzt irgendwie trainierst mit Gewichten, dann ist es so okay. Aber eine Decke auch noch. Wie viel wiegt eine Matratze? Matratze wiegt wahrscheinlich mehr als 20 Kilo. Aber jeder weiß, wie scheiße es ist, Matratzen zu bewegen oder umzuziehen oder von A nach B zu transportieren. Und eine Decke, die 20 Kilo wiegt, das sind 20 Milchkartons voller Milch. Hallo Schrick. Wen haben wir hier alles? Wir haben Happy, Happy, Happy. Du bist ein, jetzt müssen wir wissen, welches von beiden. Ich sage Schalocco. Du bist ein Schalocco. Und Isa ist ein, hatten wir doch letztens erst, ein Capofine. Capokime. Und oh Gott, ich glaube, das hatten wir noch nie. Demon King, du bist ein Batora, oder? Der Giftvogel. Beatori, sag ich doch. Marco, ich klopp dich. Du Pussy. Klopp du Puss, bist du. Ja, Matratzen kann man auch nicht gut greifen. Ja, Matratzen sind dumm. Ich habe die Gesundheitsmatratze von meinem Opa geerbt. Die wiegt 25 Kilogramm und ist ein Chaos zu beziehen. Vom Opa geerbt. Das heißt, wie alt ist diese Matratze? Du bist shiny locked. Warum bist du shiny locked? Achso, du bist shiny locked, ja. Und Jenny, hau doch ab. Jenny immer mit dem Pech wünschen. Das beeinflusst mein Spiel. Mein Gameplay wird nach unten gezogen von dieser Jenny. Die ist recht neu. Die hatte er nicht lange. Und da die über ein K kostet, ein Kilogramm kostet, war es zu schade, die wegzugeben. Ja, klar. Ich glaube, es ist kackegal, wie lang oder von wem. Nicht von wem vielleicht, aber... Kackegal wie lang, solange sie noch okay aussieht, warum weggeben? Solange du nicht die Umrisse von deinem Opa spürst, wenn du da drin liegst.
Du hast dir gestern ein Video angeschaut zu den Dreharbeiten von Herr der Ringe. Die armen Darsteller, die die Zwerge gespielt haben, haben einfach 50 Kilogramm Ausrüstung für die ganzen Szenen mit sich herumgetragen. Ja. Ja. 50 Kilo, haben die echt 50 Kilo gesagt oder 50 Pfund? Weil 50 Kilo ist ein bisschen viel. Ich glaube, nicht mal ein Soldat trägt 50 Kilo. 50 Kilo ist sehr viel. Die wenigsten von uns können wahrscheinlich 50 Kilo hochheben. Also hochheben schon, aber sagen wir mal wiederholt curlen oder sowas. 50 Kilo ist, ich glaube 50 Pfund haben die gesagt. Was 25 Kilo ist. Wahrscheinlich wiegt eine echte Ausrüstung nicht mal 50 Kilo. Das ist Aufwärmgewicht. Der Stabilo. Der stemmt nicht nur die Stabilos. Der stemmt echte Saurier. Aufwärmgewicht. Ich meine, ich kann echt gerade nicht einschätzen, wie viel 50 Kilo sind. Ich weiß, es ist wirklich viel. Also 50 Kilo mit sich rumtragen ist wie einen kleinen Menschen Huckepack nehmen. Ja. Vielleicht so ein Soldat trägt wirklich 50 Kilo, wenn er marschiert. Das Hauptargument für die schwere Ausrüstung ist, dass es sollte nicht leicht aussehen. Das sieht man halt so oft. Das ist so eine Sache. Das ist ein bisschen so das Gleiche, wie wenn so Krieger oder sowas, egal wo, in welchem Film oder wo auch immer, Ausrüstung anhaben, die nagelneu aussieht. Und das machen so viele Sachen. So viele Netflix-Serien oder so. Wo war das extrem? Ich glaube sogar bei der Herr der Ringe-Serie ist es so. Oder bei... Ja, bei der Herr der Ringe-Serie wurde das auch sehr bemängelt. Und bei der Avatar-Serie. Also die hier Last Airbender-Serie. Dass die alle Kleidung tragen, die frisch von der Stange aussieht. Obwohl sie Krieger sind, die seit 20 Jahren im Krieg sind und die gleiche Ausrüstung tragen. Das sieht. Ich verstehe halt nicht, wie das. Selbst wir bei unseren Jobs damals, wenn ich irgendein Shooting hatte für einen Bosch-Schraubenzieher, haben wir darauf geachtet, dass wenn der Schauspieler seine Schuhe anzieht, erstens haben wir immer gesagt, bring bitte das Zeug, dein Zeug von zu Hause mit, das du anziehen würdest, wenn du handwerken würdest. Wir haben die meistens halt so ein bisschen versiffte Schuhe mitgenommen, eine Jeans und ein kaputtes T-Shirt mit Flecken und sowas. Und oft haben wir das benutzt, was sie mitgenommen haben. Beziehungsweise, wenn die das nicht benutzt haben, dann haben die Stylisten, die Modestylisten, haben wirklich so Methoden angewendet, um die Sachen, die sie neu gekauft haben natürlich, dreckig aussehen zu lassen oder alt aussehen zu lassen. Und die gehen dann wirklich einfach mit so einem komplett weißen Adidas-Schuh, gehen sie in die nächste Pfütze rüber und nehmen eine Zahnbürste und bürsten den Dreck in die Schuhe rein und sowas. Und ich denke mir so, warum kann eine Millionenproduktion das nicht? Warum trägt der kleine Last Airbender einfach den neuesten frischen Coat von H&M direkt gekauft, nachdem er gerade einen fetten Kampf im Schlamm hatte? Oh, sowas stört mich. Dann gibt es halt die Filme, die es richtig machen, wie so Blade Runner, der erste und der zweite, wo du wirklich siehst, wie das alles einfach Jahrzehnte alt ist. Oder Herr der Ringe war das natürlich auch perfekt. Aber ich glaube, ich habe die Rings-Serie nicht gesehen. Ich glaube, da war das auch ein Problem, dass jeder Kämpfer, der da erschienen ist, sah frisch gestylt aus. Ich so, warum? Es ist so einfach. Es ist doch einfacher, Sachen dreckig zu machen. Es macht doch auch Spaß, Sachen dreckig zu machen. Carmine ist bei 35 Streams. Ich habe gerade die lustigste Attacke ever gelernt in Temtem. Wo? Ich finde es fantastisch, wie viele Tricks es in der Werbung gibt. Ich meine,
Es gibt viele Tricks, die Werbung halt zu dem Dreck machen, was es ist. Aber es ist natürlich trotzdem interessant und ich habe viel davon hier schon erzählt. Wie zum Beispiel bei McDonald's. Weil ich habe 2 Jahre von meinen... Wie lange habe ich da gearbeitet? 8 Jahre? Nee, 6 Jahre? Boah, ich habe es vergessen, krass. Ich habe 2 Jahre für McDonald's Werbung gemacht und ich habe schon oft erzählt, sorry an die Leute, die das schon mehrmals gehört haben jetzt. Aber ich finde es immer noch interessant. Also ich war halt sehr viel, habe die auch am Ende geleitet und sowas als in der Artdirektion. Ich war sehr viel auf solchen Shootings, wo halt Burger fotografiert wurden. Und es sind extra Foodstylisten, die dafür engagiert sind. Und da gibt es in Deutschland zum Beispiel echt nur so 2, 3, 4, die es überhaupt machen. Weil Foodstylist ist halt das Letzte, wo Leute draufkommen, dass es überhaupt existiert. Aber es gibt Stylisten, die da sind nur für Essen. Meistens werden die engagiert für Kochbücher, ne, wenn du ein schönes Kochbuch hast oder Menükarten in Restaurants. Weil es ist nicht leicht, wenn ihr das schon mal bemerkt habt. Es ist nicht leicht, schönes Essen zu fotografieren. Wenn ihr da eure Instagram-Posts macht mit eurem Essen oder auf Discord, wenn ihr euer Essen herzeigt. Meistens ist es eine Pampe, die man da einfach sieht. Es ist nicht leicht, Essen schön zu machen. Und wenn es vom Restaurant kommt, dann war da ein Koch, der das Essen schön aussehen hat lassen und dann fotografiert ihr das. Aber ihr, dass ihr das Essen schön aussehen lässt, sehr, sehr schwierig. 1447, ist das was Besonderes? Was ist 1447? Lad. Du hast dich mit der Maßeinheit verhört. Da habe ich echt manche Zwerge bis zu 50 Kilogramm oder mehr bei den Dreharbeiten getragen. Du hast dich nicht verhört. Die haben sich sogar aktiv bemüht, den Zwergen möglichst viel Ausrüstung zu geben, damit das besser aussieht. Nice. Das meine ich. Du merkst doch sofort, wenn jemand... Genauso wie... Das sieht man leider auch bei so Marvel-Filmen und sowas. Ich meine, ich weiß nicht, wie man es unbedingt viel besser machen soll, aber natürlich, aber 1337 plus 110, oh mein Gott. Aber das war Faulgott. Aber manchmal fliegen ja so Steine weg und du siehst, dass die aus Styropor sind, weil die Steine fliegen weg und machen so boing, 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 was ein Stein nie machen würde, weil er eine Tonne wiegt. Aber ich will es anders machen, ohne einen echten Stein zu benutzen. Aber bei Filmen, ich erzähle gleich weiter von McDonald's, aber bei Filmen ist auch geil, da gibt es echt so viele Videos, die man sich anschauen kann. Gläser. So gut wie jedes Glas auf einem Filmset ist aus Plastik oder so ein bestimmtes Material, genau wie Eiswürfel. Eiswürfel sind aus Plastik. Weil wenn du all die Leute auf Set hast und im Hintergrund hast du Statisten, die Eis oder Gläser benutzen, dann würdest du die ganze Zeit im Hintergrund kling, 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 kling hören, weil du kannst Gläser und Eis nicht leise machen. Deswegen ist das Fake-Glas, Fake-Eis und es wird alles im Nachhinein von Wollies, wie heißen die? Wie heißt der Job von Leuten, die Filme nach Soundeffekten? Wollies? Naja. Mega geil. Ich sehe, du bist bei Gen 6. Nö. Wir spielen Gen 8 und Gen 4. Bei Originex bin ich bei Gen 7. Wollies wohl zu viel Gorgo gespielt. Ich wollte das erstmal bei einem Giga-Spawn-Punkt und hab mir 100 so Staub geholt. Ich check noch 0, wie das funktionieren soll. Yo. Hallo Lurky. Du hast mir die Attacke auf Discord geschickt. Auf jeden Fall, bei McDonald's wurde auch jedes Mal ein Foodstylist engagiert, der die Burger schön aussehen lässt. Das ist jetzt nicht unbedingt das Besondere. Die Press. Aren't we all just take another nap? This technique inflicts exactly 120 damage without waking up the target.
the press, aren't we all? Sehr gut. Was ist Temtem Team? Ist doch Spanisch, oder? Wir haben Licht heute, ja. Licht, schön. Ich bin von hinten erleuchtet. Ich habe einige Videos gesehen, wie sie gezeigt haben, wie und mit was sie so Essenswerbung machen. So viel Beschiss. Ich meine, also ich kann nur für McDonald's reden und das war tatsächlich kein Beschiss. Ich meine, dass du manche Sachen nicht essen kannst, ist ja wohl logisch. Wie willst du Schaum fotografieren? Man darf nicht vergessen, wenn ein Shooting stattfindet, dann geht das stundenlang. Den ganzen Tag genau genommen. Ich habe schon mal um 11 Uhr nachts angefangen mit einem Shooting, war um 5 Uhr morgens fertig. Und habe einen feuchten Händedruck gekriegt dafür. Das war für den McCurry, der 1,50 gekostet hat. Und da haben wir ein Bananenblatt besorgt und so eine Decke und dann war da der McCurry drauf und der, naja. Auf jeden Fall, es ist ja logisch, dass wenn du zum Beispiel in McCafé shootest, dass dieser Kaffee Schaum hat. Und es ist ja wohl logisch, dass wenn du diesen Schaum fotografierst, dass der Schaum in 5 Minuten weg ist. Aber so ein Shooting für ein so ein Motiv, wie zum Beispiel ein Kaffee, dauert mindestens eine Stunde. Und dann hast du natürlich am Tag mehrere Motive. Manchmal brauchst du aber auch für ein Motiv, je nachdem wie wichtig es ist oder wie groß oder wie komplex es ist, 3, 4, 5 Stunden. Und dann kannst du ja nicht erwarten, dass der Schaum echt ist. Das heißt, der Schaum bei Getränken zum Beispiel, diese Tropfen, die vorne drauf sind, ist Glycerin. Weil Glycerin sieht aus wie Wasser, nur dass es dickflüssig ist und klebrig ist. Das heißt, diese Wassertropfen, diese Tauung auf Coca-Colas und sowas, ist immer Glycerin und die sind mit einer Pipette und mit Pinzetten positioniert an den Stellen, die dann der Art Director ich will. Und schön aussehen. Schaum ist, nicht, dass es Bauschaum ist oder sowas, aber es ist halt, ich weiß nicht, aus was für Zeug Schaum gemacht wird, das ist halt so Kaffeeschaum. Meistens ist es das Gleiche, nur es wird irgendwas reingetan, dass es länger hält. Das ist nämlich, und das fand ich das Interessante, was ich sehr schnell gelernt habe bei diesen Shootings, weil es einem eingetrichtert wird, bei McDonald's zumindest. Alles, was dargestellt ist, also wenn du in McDonald's reinläufst und du guckst auf dieses fette Board oben, wo du bestellst, was inzwischen ja so gut wie überall digital ist. Ich habe damals angefangen, diese digitalen Boards zu designen, als erste digitalen Boards, die es gab. Und da gab es sie nur so in 2 Test-McDonald's auf der ganzen Welt. Und wir haben die designt, dass diese digitalen Boards geil aussehen. Und inzwischen sind überall digitale. Dass alles, was du da siehst, es ist exakt das, was drin ist. Das heißt, wenn der Food Stylist einen Chicken Burger macht, dann sind es die Patties von McDonald's, dann ist es das Chicken von McDonald's, das ist dann der Bacon Strip von McDonald's, das ist der Salat von McDonald's. Es ist genau das fotografiert, was du am Ende auf deinem Burger hast. Das ist vorgeschrieben von McDonald's, das muss so sein. Und die Menge ist exakt die gleiche, die auf deinem Burger ist. Und da sagt ihr jetzt Bullshit. Und da fängt die Mogelei an, was nicht wirklich Mogelei ist. Man muss halt nur einmal kurz logisch drüber nachdenken. Ihr sagt jetzt alle, nee. Der McChicken auf dem Bild sieht größer und fetter aus als den ich auf meinem Teller bekomme. Ja, also sieht das H&M-Model auch besser aus als du, wie wenn du die Unterwäsche von H&M anziehst. Da war halt ein komplettes Fototeam mit beteiligt, was für viel Geld diesen Burger fotografiert hat in der besten Pose mit der besten Verteilung der Zutaten. Aber es ist trotzdem die gleiche Unterhose, die du anziehst. Ich finde das H&M-Model hübscher als ich. Es kommt drauf an, welches natürlich. Und der Trick dabei ist, ein Bild ist 2D. Den Burger, den du bekommst, ist 3D. Und wir bekommen
Also wenn wir den Burger fotografieren und du würdest den Burger von der Seite anschauen, alles ist nach vorne geschoben. Es ist nicht so, dass einfach anstatt... Es ist nicht so, dass der einfach seinen eigenen Patty baut und dann ist es ein doppelt so dicker Patty. Nein, es ist exakt der Patty von McDonald's. Der Foodstylist darf kein anderes Essen nehmen, als tatsächlich McDonald's benutzt. Aber er wird halt tatsächlich perspektivisch so hingeschoben, dass er größer aussieht. Ganz einfach. Und es sind zwei Tomaten drauf, also dürfen wir nicht mehr als zwei Tomaten benutzen. Diese zwei Tomaten werden aber nach vorne geschoben, sodass du beide zwei Tomaten siehst. Der Salat wird nach vorne geschoben. Der Burger ist wirklich alles, der ganze Inhalt vom Burger ist vorne. Und wenn du auf die Seite gucken würdest, ist der Burger hinten leer und voller Essstäbchen, also voller Stäbchen, um alles festzuhalten. Dann wird er eingesprüht, also ein bisschen glänzt. Also es gibt immer einen Punkt. Der Stylist macht dann auch immer ein paar mehr, um zu gucken, nee, der ist besser und dann dürfen wir die auch essen und sowas. Also sie sind komplett essbar. Und dann gibt es einen Moment, wo er sagt, okay, wir nehmen den, also shooten wir mit dem, den jetzt bitte nicht essen. Und dann sprüht er Sachen drauf, dass es da bleibt, wo es ist, dann kommt Glycerin drauf und sowas. Also sie sind gemacht aus den Zutaten, die du selber dann in der Packung hast. Nur halt schön fotografiert für viel Geld. So ist das zumindest bei McDonald's. Wahrscheinlich ist das sogar in ganz Europa so bei jedem Fastfood, weil es wahrscheinlich irgendeine Essensverordnung ist von irgendeinem staatlichen Verein oder sowas, damit du Leute nicht bescheißt. Keine Ahnung. Und das ist fair. Und deswegen, ich finde das, ja, ich meine, wir haben immer mal probiert und immer mal McDonald's vorgeschlagen, weil halt Glaubwürdigkeit. Du willst halt, dass die Leute genau nicht dieses Gefühl haben, was ihr vielleicht denkt, so, ah, die Burger sehen nicht so geil aus wie die, die du bekommst. Erstens, was erwartet ihr? Es ist McDonald's. Und dann haben wir mal wirklich so ein Projekt gemacht, wo wir die Burger so fotografiert haben, wie sie halt aus der Küche kommen. Und das kannst du nicht abdrucken. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Und wir haben das dann natürlich nicht gemacht. Das kannst du nicht machen. Das wäre ja, ist totaler Quatsch. So funktioniert halt Werbung nicht. Du fotografierst immer das Beste von dem Produkt. Du würdest ja auch kein Handy fotografieren mit Fingerdatschern drauf. Megumina, du bist ein Skalück. Lurky, du bist ein Solgaleo. Und Akuma, du bist ein Brigaron. Brigadon? Bridaludon? Nee, Brigaron einfach nur, oder? Übrigens, es ist Fuegro in Raids. Das muss ich am Wochenende noch machen. Hallo Azrael. Stimmt, Tüten, so Papiertüten sind auch leise, weil die leicht aus so Plastik sind. Darüber macht sich auch kein Mensch Gedanken natürlich, aber wenn du halt beim Phil oder beim Film oder sonst wo arbeitest und auf einmal, ich meine, es passiert wahrscheinlich so vielen Filmstudenten, die nehmen Film auf, geben den Leuten im Hintergrund Gläser mit Eis drin oder halt Tüten und auf einmal schauen sie sich später das Material an und der Ton ist unbenutzbar, weil die ganze Zeit im Hintergrund hörst du kling, kling, kling oder jede Tüte raschelt lauter als die Stimmen, die du aufgenommen hast. Und dann merkst du ziemlich schnell, oh, kann es sein, dass es dafür extra Mechaniken gibt? Du hast eine 100-Stream-Watchlist. Muss ich mal wieder nachts um 2 streamen. In Japan gibt es das in jedem Laden, dann stehen da Plastikimitate. Ja, aber das ist tatsächlich Plastik, ne? Da kannst du, das ist nicht aus dem Essen gemacht. Aber ja, habe ich auch gesehen, da sind oft, aber hauptsächlich so Touri-Sachen sind es. Wo du am Fenster von dem Lokal ist jedes Gericht als 3D-Modell. Und es sieht auch echt nach Essen aus. Also vielleicht ist es auch Essen nur in komplett, so wie sagt man, so in Kunstharz eingehüllt. Kann auch sein, dass es einfach wie so ein Insekt für immer in diesem Vakuum gefangen ist.
Mariko, du bist ein Viherba. Und Philipp, du bist ein Bibor. In Plastik konserviert. Ich weiß eben nicht, ist es in Plastik konserviert oder gibt es da eine komplette Berufsreihe von Leuten, die einfach essen, so wie halt Äpfel. Es gibt Fake-Äpfel, Fake-Zitronen. Vielleicht gibt es ja auch Fake-Schnitzel. Weil es ist nicht wirklich eingehüllt in irgendwas. Ich glaube, das ist wirklich, jemand hat das mit Plastik nachgebaut, halt wie ein Modellbauer. Das siehst du aber echt nur da. Ich habe das sonst nirgendwo gesehen. Meistens sind es einfach nur Bilder, aber die bauen einfach Plastikessen, um dir zu zeigen, was es zu essen gibt. Ich finde die Vorgaben, die du genannt hast, aber fair. Habe auf einem von diesen dicken Boards auch letztens einen Chicken Burger gesehen, bei dem wahrscheinlich nicht gemogelt wurde oder einfach jemand seinen Job schlecht gemacht hat. Ich fand das Bild so katastrophal unappetitlich. Hätte ich den Chicken Burger vorher gesehen, wäre ich an dem Abend woanders hingefahren. Ja, wir kennen alle diese Döner-Lokale oder irgendwelche asiatischen Lokale, wo du echt schlecht freigestellte Essensbilder hast oder einfach so. Du siehst, dass das einfach der Koch in der Küche hingestellt hat und dann kam der Sohn und hat mit dem Handy ein Bild gemacht und das haben sie ins Menü reingedruckt. Und oft heißt es nicht, dass das Essen schlecht ist, aber du bist gleich so, irgendwie sieht alles nach dem gleichen Matsch aus. Deswegen, du brauchst halt wirklich Profis, die das dann schön aussehen lassen. Also wenn ihr Koch seid, das sind alles Köche, wenn ihr Koch seid, und ihr habt Bock, mal was anderes zu probieren, vielleicht auch mehr Geld zu verdienen und einfacher. Weil ich glaube, in Werbung steckt immer mehr Geld als sonst wo. Dann, außer du bist sowas wie ich. Aber dann jeder Koch kann Foodstylist sein. Es muss halt nicht, Köche sorgen sich hauptsächlich dafür, dass es gut schmeckt. Foodstylisten sorgen halt auch noch dafür, dass es gut aussieht. Aber ein guter Koch, ne, weiß ja auch, wie man das gut präsentiert. Bam, 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 bam. Das war beim lokalen McDonald's. Das ist aber seltsam, weil McDonald's ist ein Franchise. Und erstmal, wenn du ein McDonald's selber haben willst, kannst du es machen. Du musst eine Lizenz kaufen, eine Franchise-Lizenz von McDonald's und die kostet so, zumindest als ich vor 10 Jahren oder so mal das erfahren habe im Job, kostet so eine McDonald's-Lizenz 500.000. Also musst du richtig viel Geld reinbuttern, dafür, dass du überhaupt McDonald's-Produkte verkaufen darfst. Aber wenn du halt einen guten Standpunkt hast, wie der McDonald's auf dem Stachus in München, dann verdienst du das halt an einem Wochenende zurück, so ungefähr. Das ist insane. Und die haben aber trotzdem Vorgaben. Also die dürfen in einem gewissen Rahmen machen, was sie wollen. Die dürfen zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht, das nehme ich immer als Beispiel, manche McDonald's haben das Doppelpack-Menü und manche nicht. Ist vielleicht auch nicht mehr so, weiß ich nicht, aber früher war das wirklich, manche McDonald's haben einfach gesagt, okay, ich nehme diesen Deal an, Doppelpack-Menü, du kannst weniger zahlen dafür, dass du 2 Produkte kaufst im Menü. Und ich habe das geliebt, ich habe immer McRib genommen und McChicken. Hier gibt es das gar nicht, hier habe ich das noch nie gesehen. Aber es ist ein Prinzip, das McDonald's vorschlägt, mit Werbemitteln, mit alles. Werbemittel sind quasi das, was dann ein Poster zum Beispiel. Nur der Franchise-Nehmer kann halt sagen, okay, ich will das nicht anbieten, das klingt mir nach einem schlechten Deal. Aber dann gibt es auch verpflichtende Sachen. Ne? Jeder McDonald's muss einen Big Mac anbieten. Und auch, schätze ich sehr stark, du darfst nicht einfach selber einen Big Mac fotografieren und abdrucken. Aber es gibt halt auch so, dass wahrscheinlich also jedes Land hat auch eigene Agenturen und sowas.
Es kann halt sein, dass das vielleicht, aber du hast, das war wahrscheinlich in Deutschland. Das ist schon komisch. Also in Deutschland, alles, was früher zumindest, inzwischen die Agentur, die, bei der ich war und sowas, die gibt es gar nicht mehr. Aber früher, jedes Werbemittel, jedes Poster, jeden Pixel, den du gesehen hast, in einem McDonald's-Laden außerhalb, alles, was McDonald's irgendwie gedruckt hat, gezeigt hat, marketingmäßig, ist durch unsere Agentur gegangen. Hat unsere Agentur gemacht. Niemand anderes konnte was machen. Das heißt, es ist sehr seltsam, wenn du was gesehen hast, wo du das Gefühl hast, es hat irgendjemand kurz fotografiert. Weil es darf eigentlich nicht sein. Aber es kann halt sein, dass die auch machen, was sie wollen, weil wer soll sie überprüfen? Aber es wäre dumm, dass sie es machen, weil die kriegen ja das ja, die kriegen das ja gestellt. Du hast 10 Jahre für den McDonald's-Franchise-Nehmer im Restaurantmanagement gearbeitet. Dann kannst du vielleicht einige Sachen bestätigen, die ich sage. Aber ich kann's, ich weiß es auch nur grob, ne? Ich weiß zum Beispiel nicht. Also bei Doppelpackmenü bin ich mir ziemlich sicher, dass das jeder für sich entscheiden darf, ob sie es anbieten. Aber die können jetzt nicht einfach ein Big Mac einen Euro teurer machen. Das ist alles zentralisiert, sag ich mal. Schon gesehen, dass Linkin Park eine Sängerin hat? Ja, gestern, als es bekannt gegeben wurde, ne? Lass mal das neue Linkin Park-Lied hören. Ich habe nur kurz einen TikTok gesehen, wo sie schreit bei Faint und da fand ich ihre Stimme überhaupt nicht gut. Hey, die haben schon ein neues Bild und sowas. From Zero, ne? Ja. So, das ist das neue Linkin Park-Lied mit der neuen Sängerin. WhatsApp, Guys. Der ist gar nicht mal so schlecht. Warum kenne ich den noch nicht? Hallo, brillanter Meister Koga. Ja, aber du, die Lizenz ist sacken teuer. Vielleicht ist es nicht 1 Million, wahrscheinlich, oder ist es inzwischen teurer oder weniger? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß noch, dass ich das so gelesen habe. Ist wahrscheinlich auch jedes Land anders. Aber klar, aber wenn du, also alle Franchise-Nehmer sind sowieso rich. Und es gibt ja Franchise-Nehmer, die haben 20, 30, 50 Lokale. Das sind riesige Mogule einfach. Das ist krank, was McDonald's für reiche Franchise-Nehmer hat. Bis jetzt war sie noch nicht da, oder? Das ist alles Mike. Da ist sie. Fühle ich null. Also ich fühle es auch null. Aber ich habe auch Linkin Park die letzten 20 Jahre nicht mehr gefühlt. Ich mag nur die ersten 2 Alben. Ich nehme kurz mal Reis los. Oh mein Gott. What I've done.
Also ich habe nichts, ich habe nichts gegen sie. Sie hat eine gute Stimme und ich finde, sie hat auch eine Chester-Stimme. Also sie hat dieses Weiche, aber sie kann auch machen. Ich finde, sie hat eine Linkin Park-Stimme. Ich finde wirklich, sie hat eine Linkin Park-Stimme, aber ich finde das Lied halt super lame. Das ist halt kein besonderes Lied. Es gibt halt so viele besondere Linkin Park-Lieder und das klingt halt einfach wie ein Rocksong von einer Standard-Rockband, die halt nichts Besonderes ist. Dafür kann sie aber nichts. Das ist einfach. Oder was heißt schon? Sie kann halt zu einem Fünftel was dafür. Aber ich suche gerade mein Lieblingsalbum von denen. Egal. Wobei ich. Kann ich bei Spotify so weit zurück, wo ich war? Ja, Minutes to Midnight war auch noch okay. Aber da hat es dann schon angefangen, dass es mir nicht mehr so gefallen hat. Es fehlt ziemlich viel Power von Powerwolf, ja. Mein erstes Linkin Park Album war Reanimation, was einfach nur ein Remix-Album war von Hybrid Theory. Ich kannte quasi alle Remixes, bevor ich die originalen Lieder kannte. Und ich fand Reanimation war so, die Lieder sind alle so geil remixed und besonders gemacht. Und Meteora war Perfektion. Und dann gab es einzelne gute Lieder natürlich, aber es war nie wieder dieses Gefühl, was du hattest, als Teenager Linkin Park zu hören. Aber das ist, weil ich kein Teenager mehr war. Aber keine Ahnung, ich fand Linkin Park schon lange langweilig, deswegen. Aber viele, es ist halt so dumm, viele, das ist so weißt du, dann sagen viele, oh, Chester wird sich im Grab rumdrehen, wenn er sie hören würde, so ein Bullshit. Das ist die Band, das ist nicht so, als ob es irgendjemand ist, der sich in die Band reingeschummelt hat, sondern die Band hat sie ausgesucht. Die sind wahrscheinlich seit Jahren befreundet oder sowas. Und dann haben sie auch noch jemand komplett anderes genommen, was aber immer noch die gleiche Art von Gesang ist. Aber es ist jemand komplett anderes. Es ist genauso, es gibt Bands, die ihre, zum Beispiel Static X hat es gemacht. Da ist der Sänger ja auch gestorben und dann haben sie jetzt jemanden genommen, wo man immer noch nicht genau weiß, wer das ist, aber eigentlich weiß es jeder. Das ist halt, der hat halt exakt die gleiche Stimme, beziehungsweise er verstellt seine Stimme so, dass er genauso klingt wie der Verstorbene. Und dann bist du halt so, ist das nicht ein bisschen geschmacklos so? Aber nein, sie nehmen jemand komplett Frisches, anderes und machen halt einfach weiter. Und dann gibt's Leute, die haten, weil es sich nicht genauso anhört. Das muss ich nicht genauso anhören. Wenn du es genauso haben willst, dann hör einfach die Musik, die alte. Thousand Suns war der Anfang vom Ende des Stils. Ja, aber ich finde auch die Antwort, die dann, ich habe schon oft Mike Shinoda, der streamt ja auch auf Twitch, wobei schon lange nicht mehr, glaube ich. Wie bei Queen, ja. Dass er sagt, oh, ihr hört es euch nicht mehr so an wie bei In The End und sowas. Und dann sagt er halt zu Recht, wenn wir die gleiche Musik machen würden wie in den 90ern, wenn wir wieder so ein In-The-End-Lied machen würden, die Leute würden uns auslachen. Weil es war halt einfach die Musik damals. Und Linkin Park ist unfassbar erfolgreich geblieben, weil sie sich weiterentwickelt haben und mit den Trends mitgegangen sind. Es gibt so viele Bands, die damals riesig waren zu Linkin Park-Zeiten, die immer noch den gleichen Sound machen und keiner hört sie mehr, weil es ist halt einfach ein nostalgischer 90er-Sound. Wow. Wir sind ja bei Gojira, wenn ich Linkin Park anmache. What? Okay. Sorry. Wir gehen wieder zurück. Papa Roach? Papa Roach sind aber auch noch verdammt erfolgreich. Ich habe Papa Roach Konzert gesehen letztes Jahr. Die gehen ab. Das ist also Hut ab. Und aber Papa Roach hat sich auch Papa Roach machen ziemlich ähnlichen Sound. Wenn, dann sind sie auch softer geworden. Der Typ geht aber, also Papa Roach geht ab auf der Bühne und es sind die gleichen Lieder von damals und die Menge singt mit. Also
man denkt so, Papa Roach war damals so ein One-Hit oder halt so eine Zeit, wo die erfolgreich waren. So wie Limp Bizkit, aber Limp Bizkit ist mehr eine Legende. Aber Papa Roach, wenn du die mal live siehst, merkst du, fuck, das sind Legenden. Das eine Lied, das hatten viele, Last Resort. Ah, Papa Roach ist so viel mehr als Last Resort. So, Digital on Twitch, sorry. Ich habe ewig lang nicht mehr dich jetzt hier gelesen. Ich schaue jetzt schon seit ein paar Wochen deine YouTube-Videos. Wollte mal einfach kurz sagen, dass ich deine Projekte sehr mag und deine Art und Weise sehr entspannt ist. Kannst du mir verraten, welches Lied du bei deiner Roomtour im Intro benutzt? Das gleiche Lied benutzt du auch in deinem Gen 1 Shiny Arctos Video bei Minute 12:20. Bist du noch da? Oder bist du abgehauen, weil ich dich ignoriert habe? Wenn du noch da bist, gucke ich nach. Weil wissen tue ich das natürlich nicht aus dem Stegreif. Bin auch da. To Be Loved war ein Klassiker. Ah, To Be Loved ist ein gutes Papa Roach Lied, aber Klassiker? Klassiker ist Last Resort und Broken Home und so die Sachen. Arctos Video bei 12:20. Ich wette, es ist irgendein... Ah, ich wette, es ist aus Karmesin und Purpur das... Ja. 12:20. Ist es? Ist es das? Ja, natürlich, ich wusste, dass du das sagst, weil das ist, jedes andere Pokémon-Lied würdest du sagen, ah, fuck it, das ist halt ein Pokémon-Lied. Ich kann ja nicht sagen, wie das heißt. Wie heißt es? Ich schau nach. Das I, ja. Musik. Wo ist es? Karmesin und Purpur. Area Zero, das ist einfach der Area Zero Soundtrack. Oh, das ist die Schlafmusik. Ja. Yeah. Ein grandioses Lied. Meinst du das? Das heißt einfach Area Zero. Dann hast du aber kein Pokémon-Spiel gespielt. Dann hast du nicht das neueste Pokémon-Spiel gespielt. Weil das ist das Lied, das kommt im Finale vom Spiel. Und jeder hat das Ende, das Finale vom Spiel betreten und sich so gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein geiles Lied im Hintergrund. So eine Art von Lied, was nur im Nier-Spielen vorkommt. So, also Choraler-Gesang im Hintergrund und sowas. Und jeder war so, oh mein Gott, wie geil. Ja, das ist der Soundtrack von Area Zero. Hast du schon gefunden? Das habe ich in sehr vielen Videos von mir benutzt. Immer wenn irgendeine Stelle kommt, die halt so Boom ist. Der erste Gedanke war so, oh fuck, wo bin ich, was ist passiert? Ja. Hab wegen dir auch mit Shiny Hunting angefangen. Wegen mir? Nice. Was war dann das erste Shiny, das du gefunden hast? Er weiß noch nicht, wie entspannt du in Streams bist. Beast. Du bist ein Serapandra. Wie heißt es? Serapindra. Serapandra. Pendra. Pedus. Was passiert eigentlich, wenn du alle Shinies gefunden hast? Also das dauert noch ein Jahrzehnt, glaube ich. Und dann gibt es was anderes. Dann sammle ich Briefmarken, keine Ahnung. Hallo Leferheld. Sitzt noch am ersten. Und was ist dein erstes Shiny? Was soll es werden? Azubi, du hast auch Nier Automata Vibes gehabt. Einfach allgemein Nier. Jedes Nier-Spiel hat so eine Art von Musik, aber halt immer.
Das war auch das Erste, was ich dachte, als ich in Area Zero rein bin, so. Dün, 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 dün. Oh mein Gott. Kommt jetzt der Angriff der Maschinen. Und er kam, der Angriff der Maschinen. Wirst du mein Auge auf die Fusion? Jep, 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 jep. Was hast du gemacht? Das sieht nicht gemacht aus, aber es ist gemacht. Wer hat das denn gemacht? Das sieht zusammengewürfelt aus, aber es ist nicht zusammengewürfelt. Die Hände sind komplett gemacht und alles. Warum? Mann, sieht das dumm aus. Whatever done. Du hast ein... Das sieht ein bisschen aus wie so ein Zauberer, der es ein bisschen zu ernst nimmt. So ein David Copperfield, der es ein bisschen zu ernst nimmt. Weg damit. Oh, du Shiny hat... Ich hab... Okay, da bin ich... Da muss ich mir dann aber wirklich auf die Schulter klopfen, wenn ich es geschafft habe, dich anzustecken mit dem Shiny Hunten, mit Full Odds Hunting oder zumindest mit nicht auf der Switch Shiny Hunten, dann bin ich stolz auf mich. Sehr gut. Wenn ich das geschafft habe, weil heutzutage jemand mit dem Shiny Hunten anstecken ist natürlich nicht schwierig, so wie man sie hinterhergeworfen kriegt, aber wenn du sagst, du huntest jetzt einen Starter aus Schwarz und Weiß mit 1 zu 8000, Respekt. Sag Bescheid, wenn du es hast und zähl mit. Was ist das? Manowar. Ich glaube, ich habe noch nie Manowar gehört. Original Hardware sogar. Mein Respekt steigt immer mehr. Ich habe die anderen Nier-Spiele noch nicht gespielt gehabt. Nier Automata habe ich wegen 2B, wegen der Musik gespielt. Ja, und vor allem wegen der Geschichte natürlich. Also 2B. Wenn, dann haben wir es wegen A2A. Also die mit den langen Haaren. Mit den zerfetzten Klamotten. Also auf, gleich adoptiert er dich. Möchtest du mein neues? Nee, Nier Automata finde ich ist das Beste. Also ich, was heißt, ich habe auch nur zwei gespielt. Also ich habe dann das Remake gespielt von dem Nier Replicant. Und Automata ist so viel besser. Aber, also Replicant muss man auch spielen. Ist schon auch geil. Ist schon auch sehr, sehr geil. Aber viele verteidigen natürlich Replicant. Automata ist nicht das Wahre, bla bla bla. Aber ich fand Automata so viel geiler. A2? Nein, war wirklich wegen der Musik. Die hat mich so gehuckt gehabt. Die Musik ist mega in Nier Automata. Ja, ein Replicant auch. Das Twisted Sisters. Die habe ich auch live gesehen auf Wacken. Und ich habe nie wirklich Twisted Sisters gekannt. Ich meine, jeder kennt drei Lieder von denen. Aber ich dachte mir immer so, ja, okay, ist halt so Classic Rock von damals. Aber Twisted Sisters, ich habe mich dann ein bisschen mehr mit denen beschäftigt. Rosa liebt die. Und die waren echt geil, aus einem Kilometer Entfernung anzuschauen auf Wacken. Dieser Typ hat echt Energie. Und die haben ja, der Typ war vor Gericht und sowas. Oder vor so einem, wie sagt man das, vor so einem Senat. Und hat Metal verteidigt. Die haben ja dieses Lied I Wanna Rock hier und aber auch dieses, wie heißt das andere Lied? We're Not Gonna Take It. Also man kann behaupten, dass We're Not Gonna Take It hat Metal gerettet. Weil Metal war im Aussterben. Und Twisted Sisters hat tatsächlich sich dafür eingesetzt, politisch auch, dass Metal nicht ausstirbt. Das war so krass eigentlich. Das denkt man gar nicht, wenn man die sieht, weil die halt so Drag, nicht Drag, aber halt so Glam-Rock halt so aussehen mit den Haaren und der Schminke und sowas. Aber die sind knallhart. Wirst du das andere Nier-Spiel mal anschauen? Nier Replicant
Und auch hier, weil wenn man zum Beispiel Automata nicht richtig spielt, ist es ja ein Kackspiel. Wie Steel Panther. Ja, Steel Panther verarscht diese Bands. Ja, Automata ist ja auch kacke, wenn du einfach nur spielst bis zu den Credits. Weil dann musst du ja das Spiel nochmal spielen, aus einer leicht anderen Perspektive. Und dann kommst du erst zum richtig geilen Teil. Rappel kennt es auch so. Das ist auch ein Teil, der immer gleich ist und den musst du 3-4 Mal spielen. Aber danach ändert sich immer alles. Je nachdem, was für Entscheidungen du getroffen hast und sowas. Da gibt es richtig, richtig geile Musik und halt die Cutscenes wieder und oh. A2's Part ist echt am besten, ja. Und ich glaube, so viele Leute sind da nicht hingekommen, weil sie dachten, oh, Spiel vorbei. Steel Panther ist so geil. Ja, inzwischen haben sie es auch nicht mehr wirklich so drauf, habe ich das Gefühl. Es wird halt schnell alt, so die Musik, weil du denkst dir so, ja, ja, haha, Fingerbang, haha, ja, okay. Also diese ersten 2 Alben, und ich habe die auch live gesehen, 2-mal, glaube ich. Es ist halt einfach, vor allem die haben dann auch so Charaktere, die sie spielen, der eine mit dem Spiegel und sowas. Das ist echt einfach lustig. Und nicht nur lustig, sondern es ist halt auch noch gute Musik. Also sie machen es gut. Auf dem Breeze waren die auch. Habe ich sie auf dem Breeze gesehen? Also ich habe die damals auf Wacken gesehen und dann in München. Ich glaube, ich habe sie nicht auf dem Breeze gesehen. Nie so viele Boobies auf einmal gesehen und ich war schon mal in der Sauna. Das ist faszinierend, oder? Wie so eine Band wirklich sowas in Frauen erweckt und die dann kein Problem haben. Ich meine, andere Bands sind auch da und da stehen sie ganz normal rum, aber dann ist Steel Panther da, die eindeutig dieses Sex-Zelebrieren-Musik machen und auf einmal sind sie alle da. Woo! Ich meine, auf einem Taylor Swift-Konzert hast du es irgendwie nicht. Warum nicht? And now show me all your boobies. Woo! Taylor Swift. Wie Kiss damals. Ja, Kiss, Mötley Crüe, Venom, Whitesnake. Auch Manowar ein bisschen, nur ohne die Schminke. Nee, Manowar ist dann eher wie Metallica, einfach lange Haare. Aber halt schon diese Latex-Anzüge trotzdem. Die holen die ja sogar auf die Bühne. Ja, und die sind nicht engagiert. Glaube ich. Paar schon. Toasty, dankeschön für 35 angeschaute Streams. Hintereinander. Auf dem Taylor Swift-Konzert machen das die Typen. Machen die einen Helikopter, glaubst du? Ich glaube, dann werden die sehr. Dann kommt Taylor Swift runter und gibt dir eine Kopfnuss. Toasty, du bist ein Vipitis. Hallo Noah, Night Raven. Man nennt es den Swift-Dikopter. Stell dir mal vor, da gibt es auf einmal wirklich so Bands, die das machen. Bei Nier Automata habe ich mich nicht gewundert. Auch geil, das wird sich durchsetzen, Azubi. Einfach mich nicht abkürzen durch nicht. Das wird sich in der Jugend durchsetzen, Mann. Du bist Vorreiter. Die Leute kürzen jetzt schon NE mit NH ab, was nicht schneller geht. Und bald werden sie nicht sagen, mich nicht, sondern mich einfach. Als zu Anfang der Gigant auf die Stadt kam, war dann Pascalsdorf und wollte eigentlich leveln gehen, bin dann zurück zum Zirkus und dann zack, Game Over, alternativ Ending freigeschaltet gehabt. A bis Z, 26 verschiedene Enden. Ich kann mich null daran erinnern, was du sagst, aber ich habe Platin gemacht, ich habe jedes Ende genau genommen gesehen. Aber es gab ja nur so 6
die viel Arbeit waren. Der Rest war ja eben sowas, was du wahrscheinlich getriggert hast. Und zufällig hast du irgendwas gemacht. Am nächsten Tag ist man erkältet vom ganzen Wind von den Helikoptern. So, oh, es zieht, Leute, hört auf. Mein Nacken ist schon ganz steif. Okay, sorry. Ich habe alle E-Dings und Platin geholt. Ach, Endings. Ja, 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 ich auch. Ich auch. Muss ja sein. Beziehungsweise Nier Automata war ja so krass, es war ein bisschen übertrieben, dass es Trophäen gab. Also jede Trophäe konntest du dir kaufen. Es gab einen Laden im Dorf, die haben die Trophäen verkauft. Das heißt, du musstest so viel Geld farmen. Dann konntest du einfach sagen, schwerste Trophäe bitte jetzt freischalten. Das war ein bisschen dumm und ich habe das, glaube ich, bei ein paar Trophäen gemacht, die mir zu dumm waren. Davon habe ich gehört, aber nie gefunden. Das ist in dieser allerersten Stadt, die du findest, die einfach nur in so einem abgestürzten Haus ist, wo so fünf Menschen stehen und Sachen verkaufen. Das ist, glaube ich, das allererste Siedlung von Menschen, die du findest. Kann man sich einfach die Trophäen kaufen. Pech aufstehen, Pech aufstehen. Jenny wird zum Troll. Was heißt wird? Im leichten Spielstand. Ja, Automata kannst du ja sogar so einstellen, dass die automatisch kämpft. Dass du nicht mal mehr was drücken musst. Es gibt auf der einen Seite Dark Souls Spiele, wo es einfach keinen Schwierigkeitsgrad gibt. Und es wird einfach gesagt, mach es so, wie wir es schwer finden. Und dann gibt es Nier Spiele, wo du buchstäblich einstellen kannst, dass du nichts machen musst. Du kannst auf Nier den Spielstand auf extrem leicht stellen und du musst nur den Charakter bewegen, aber sie kämpft. Ohne, dass du was drücken musst. Und auch noch perfekt. Ist das im Hintergrund draußen Licht? Nee, das ist ein riesiger LCD-Bildschirm. Ich kann da auch den Chat drauf abbilden. Man konnte die Platin kaufen. Ja, in PlayStation oder wahrscheinlich auch in Xbox, egal wo. Das ist auch das allererste Mal, dass ich das erlebt habe, dass man nicht für echt Geld, ne? Also du bist halt im Spiel und dann gibt es da irgendwie die Währung Gold und dann sammelst du 1 Million Gold und schaltest damit eine Trophäe frei. Wenn du keinen Bock hast, die Trophäe tatsächlich zu machen. Hallo Bananenritter. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, señor. Muchas gracias para por 6 monatos. Una cerveza grande. No, los semáforos no se entienden. Mucho trabajo. Sí, sí, señor. Yo mucho trabajare con la Pokémon. La Pokémon está muy grande. Es legendario. Soy legendario. Oh. Trabajare. Me llamo Bananenritter. Hallo Sepplord. Batatas fritas. P. Patatas, nicht Batatas. Batatas. In der fränkischen Spanier, die Batatas fritas.
Ihr kracht es ja komplett. Donde? War das nicht so, um 100% zu machen, dass man am Ende seinen Spielstand löschen musste? Ja. Also du konntest ihn trotzdem auf dem USB-Stick und sowas sichern, aber es gab ein Ende, was nur kam, wenn du deinen Spielstand löscht. Also ganz am Ende, wenn die Credits kommen, kannst du Entscheidung treffen, alles zu löschen. Und dafür kriegst du ein eigenes Ende. Lernen wir zusammen Spanisch? Ich hatte 3 Jahre Spanisch, wie man gerade hört. ¿Dónde está la zapatería? Sí, sí, señor. Ist echt traurig. Ich hatte 3 Jahre lang Spanisch. Bin sogar durchgefallen wegen Spanisch. Vielleicht hatte ich sogar 4 Jahre Spanisch. Es ist echt nichts hängen geblieben, weil du es halt null benutzt. Du brauchst halt kein Spanisch in Europa, außer in einem Land. Und im anderen Land sprechen sie noch nicht mal Spanisch, sondern Portugiesisch. In Amerika hingegen spricht jeder Spanisch, weil einfach Südamerika um die Ecke ist. Um die Ecke. Glaube ich Französisch. Wahrscheinlich sprechen auch mehr Leute Französisch wegen, also in Europa, wegen Schweiz und Belgien. Ich finde dein Bart total fresh. Fresh ist er null, weil er... Ich habe den seit Summer Breeze nicht mehr gestutzt und ich sehe langsam wieder aus wie... Es geht gerade so. Aber danke? Kann ja sein, dass du irgendwann auf Jaoma triffst. Achso, dieser dumme YouTuber, der damit angibt, dass er jede Sprache kann, was nicht stimmt. Puto. Was ist Wacker? Das ist eine Kuh. Hallo, Error. Puto. Moment, gibt's das Wort Puto überhaupt? Die männliche Bitch? Kann man das sagen? Man kann ja auch nicht Schlamper sagen. Huren. Was ist das Gegenteil? Was ist das Männliche von ein Hurer? Nee. Mir doch egal. Pute. Nein. Es gibt Puto und Puta. Der Schlamperich. Lazy Duck. Warum muss ich da an eine Ente denken? Wegen Erpel, Enterich. Heißt es nicht Ente und Enterich? Nee, Erpel. Ente und Erpel. Enterich. Das Puto ist quasi das Husbando. Es gibt Waifu und Husbando. So gibt es Puta und Puto. Das meinte Jenny. Leo gone wild. Vielleicht ziehe ich am Montag ein weißes T-Shirt an. Japanisch hatte ich auch 3 Jahre. Hi. Hi. Wer kann ich nicht? Ochinchin chisai desu. Ochinchin chisai desu.
Was heißt es? Ochinchin chisai desu. Ochinchin chisai desu. Des. Ochinchin chisai desu. Das U spricht mir nicht. Ochinchin chisai desu. Waka 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 waka. Genau, waka waka ist japanisch, weil das hat, das spricht Pac-Man. Ist Pac-Man überhaupt japanisch? Pac-Man ist Atari? Ist ich schätze mal, dass Pac-Man japanisch ist. Oder ist das so wie Tetris amerikanisch? Waka 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 waka. You have a little wiener? Oh, Chin-Chin. Ach, Chin-Chin. Chin-Chin ist stimmt. Chin-Chin ist... Ja, Chin-Chan. Ist das erste Wort nicht das männliche Digital? Was, wie sprichst du denn hier? Waka Waka ist japanisch? Also, Ding ist japanisch. Ja, oder? Ich glaube, es war von Atari. Shakira hat auch Waka Waka in Südafrika gesungen. Nee, die macht... Jale, jale, jale. Jale, jale, jale. Shakira kann also Japanisch, bestätigt. Du kennst nur Uwaga. Was heißt Uwaga? Welche Kabel benutzt du, um dein 3DS mit OBS zu verbinden? Ein USB-Kabel. USB auf USB. Steckst du rein, hast Spaß. Problem ist nur, dass du dein DS dafür modden musst für ungefähr 200 bis 300 Euro. Also es existiert kein Kabel, das du in dein DS einfach reinstecken kannst. Du musst zuerst für viel Geld dein DS mit einer Capture Card versehen. Guckst du? Das hat dein DS wahrscheinlich nicht. Aber apropos Update zu meinem kaputten 2DS mit Capture Card. Er war nicht kaputt, ich wusste es, weil es war unlogisch, dass er kaputt geht. Was passiert ist, also Murky hat ihn gekriegt, hat mir gestern Nacht geschrieben, yo, der ist nicht wirklich kaputt, die Firmware ist kaputt gegangen. Ich habe gefragt, wie kann denn das passieren? Er hat gesagt, eigentlich passiert es nur, wenn man versucht, 2 DS gleichzeitig auf dem PC zu capturen, quasi mit der gleichen Firmware, mit der gleichen, mit den gleichen Treibern. Habe ich halt nicht gemacht, weil ich besaß nie 2. Jetzt besitze ich 2, weil ich den einen ersetzen musste. Also keine Ahnung, und ich schätze, er weiß es auch nicht, wie auch. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, auf meinem DS die Firmware kaputt zu machen. Ich habe dann super viel rumprobiert und rumgelöscht und neu installiert, aber erst als er nicht mehr ging. Also er ging nicht. Dann habe ich ruminstalliert und gelöscht und Zeug, aber ich habe nie den DS an sich angefasst, sondern immer nur auf meinem PC alles versucht zu ändern. Auf jeden Fall hat er mir jetzt die Firmware wieder neu drauf, aktualisiert, repariert. Und jetzt sollte es funktionieren. War natürlich günstiger zum Glück auch, weil ich kein Teil dafür benötige. Und das Teuerste ist eigentlich die Versandkosten, es einmal hin und zurück zu schicken, nur damit die Firmware aktualisiert wird. Nicht mal aktualisiert, einfach repariert wird. So blöd. Wie ist das passiert? Ich habe Angst, dass das jetzt einfach immer wieder passiert. Weil ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Was soll ich denn gemacht haben? Hat jemand von euch ein Virus reingeschickt? Uwaga ist ein polnisches Wort. Ich will trotzdem wissen, was es heißt. Sandwichkatze, danke schön für 1 Jahr. Dankeschön. Steht doch da. Ach so, das Wort heißt Achtung.
Ich dachte, ich soll aufpassen. Das ist ein krasses Wort auf Polnisch. Ach so. Uwaga. Mein New 2DS hat auch mal knapp 6 Minuten gebootet mit schwarzem Bildschirm. Da musste er einiges nachdenken kurz. 1500? 1500. Vielleicht hat das Kabel einen Wackler und damit wurde der DS mehrfach hintereinander angenommen und das hat ihn durcheinander gebracht. Ich meine, ja, ich habe natürlich, als es nicht ging, das Kabel dauernd rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das Kabel hatte keinen Wackler, nie. Es hat ja, also das Kabel hatte deswegen keinen Wackler, weil der PC immer den DS erkannt hat. Er hat ihn nur nicht als Capture Card erkannt, sondern als unbekanntes Medium. Und es ist ja die ganze Zeit schon in den letzten Monaten mal random immer wieder passiert. Das heißt, es wurde immer schlimmer und irgendwann wurde es so schlimm, dass ich ihn nicht mehr angekriegt habe. Deswegen ja, als Konsequenz habe ich dann immer wieder rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und vielleicht, ich keine Ahnung von sowas, aber ja, irgendwas muss gewesen sein, dass mein PC irgendwie die Firmware auf diesem DS kaputt gemacht hat. Aus dem Boden werfen hilft immer. Ja, ich dachte halt, hey, vielleicht habe ich den ein bisschen zu hart behandelt, weil ich den immer einfach in meine Schublade rein tue. Ich schmeiß den nicht, auch schon so blub, blub, blub. So, puff, so. So, puff halt. Aber Firmware ist halt Software. Du kannst halt ein elektrisches Objekt, ein Computer so behandeln, wie du willst. Die Software sollte dann nicht, davon nicht beeindruckt sein. Und wie die Kabel gezogen werden mussten beim Traumradar. Ja, aber das ist ja alles eben Hardware. Ich hätte sofort, wenn er gesagt hätte, hey, ja, der USB-Anschluss ist kaputt. War aber nie. Hey, innen drin ist was lose geworden, weswegen die Verbindung dauernd wackelt. Aber das war ja nie. Das war ja nicht. Es war ein reines Softwareproblem. Mein halbmüder Kopf kam bei der Stelle mit den 3 3DS, es kam gar nicht mehr klar, das ist so krass. Ich meine, du musst es nicht mit 3DS machen. Du kannst es mit dem Emulator und mit dem Modding machen, aber ja, ich habe den echtesten Weg gewählt, wie man jede Vivillon-Form bekommt. Aber hey, jetzt, er hat ihn schon zur Post gegeben. Vielleicht am Montag, keine Ahnung, er war schnell bei ihm. Vielleicht ist er am Montag schon wieder bei mir, der DS. Aber ich habe sowieso schon alles vorbereitet. Gen 7 läuft auf dem Emulator. Ich habe wieder geguckt, ob ich irgendwas noch schöner machen kann. Texture Pack runtergeladen, aber es gibt wirklich keine guten Texture Packs. Texturpakete. Es gibt echt keine guten. Es gibt ein paar gute von paar Spielen, Majora's Mask ist das Beste, aber da haben sich wirklich Leute hingesetzt und halt Augentextur nachgemalt. Was die Leute meistens zu 90% machen bei Texture Packs, ist einfach bei einem AI-Upscaler hochladen. Und ihr wisst, wie das aussieht, wenn AI etwas sehr Unscharfes nachmalt. Da wird ein Kreis auf einmal zu einem Oval mit Ecken drin. Und so sehen die ganzen Texture Packs aus. Da ist auf einmal Pokebälle, die irgendwie rund sind, aber halt auch nicht. Deswegen direkt wieder deinstalliert. Aber das Spiel sieht trotzdem so viel besser aus, wenn man es emuliert.
wegen den Shadern, die hochskaliert werden automatisch. Aber die Texturen bleiben halt in 480p. Also jedes Auge ist halt Pixel. Jedes Pokémon, jedes Symbol ist ein Pixel. Aber die ganzen 3D-Shader, es wird so aussehen wie halt X und Y. Das ist, vor allem bei Usum, finde ich, ist es wichtig, weil Usum hat ja dann wirklich, XY war schon krass, aber Usum macht ja wirklich 3D ohne Ende. Kamerafahrten hier, da, hoch, runter. Und wenn da alles verpixelt ist, ist es so anstrengend. Deswegen, ich brauche den DS nicht mal unbedingt. Aber gut, ihn wieder zu haben. Hoffentlich. Ich schließe den an und mein PC macht automatisch wieder sofort die Firmware kaputt. Hallo Phil Gaming 24. Warum hast du ein Eis in der Hand? Warum? Ich bin auch eher der Bechermensch, ich brauche keine Waffel. Weil, keine Ahnung, ich will das Eis und die Waffel ist dann so, ach, keine Ahnung, die sorgt dann nochmal dafür. Erstmal, wenn man Eis isst, hat man immer danach Durst. Irgendwie schafft es Eis, obwohl es aus sehr viel Flüssigkeit besteht, immer dafür zu sorgen, dass ich super durstig bin. Und diese trockene Waffel steigert es nur noch. Immer Becher. Leo, mal eine wichtige Frage, die ich mich schon die ganze Zeit gestellt habe. Oh mein Gott, hast du deine Rollo oben? Phil, ich bin so froh, dass sich endlich mal jemand traut, diese Frage zu stellen. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Und es ist gut, dass du das ansprichst. Ja. Was ist mit euch Gewohnheitstieren? Was, wenn es einen Stiel hat? Dann wäre eine Waffel extra seltsam, hä? Oder meinst du, dass ich trotzdem Becher nehme? Sir, das ist ein... Wie nennt man die? Ich hätte gern das Cornetto im Becher, bitte. Was ist denn zum Beispiel im Flutschfinger? Wie heißt das? Kaktus. Ich hätte den Kaktus gern in der Waffel. Ich esse Eis so langsam, dass es mir schmilzt. Du bist wahrscheinlich ein Lecker und kein Beißer, oder? Gibt's in Irland auch Spaghetti-Eis? Noch nie gesehen. Aber wahrscheinlich schon. Gutes Video. Dankeschön, Yannick. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe auch noch nie Spaghetti-Eis gegessen. Ich finde aber auch komisch, dass man Eis-Spaghetti-Geschmack gibt. Du bist der Sucker. Aber wenn du das Eis sackst, dann sollte es doch schnell weg sein. Die nur lecken und sich komplett wehren, das Eis auch nur irgendwie in den Mund zu nehmen, die brauchen doch ewig. Aber da muss richtig reingegraben werden ins Eis. Ich dachte früher immer, das wären echt gefrorene Nudeln. Ich dachte es früher auch. Ich dachte halt wirklich, dass das Eis ist, was so aussieht, weil es Spaghetti-Geschmack hat. Ich dachte nicht, dass es Nudeln, dass es echte Spaghetti sind, aber ich dachte halt, das ist Eis mit Spaghetti-Geschmack. Warum sollte es sonst Spaghetti-Eis heißen? Was sollte ich denn davon haben, dass das Eis nach Vanille schmeckt, aber Spaghetti-Form hat? Was habe ich denn davon? Es wird doch gleich geleckt. Die Leckung, die Experience der Leckung ist doch genau gleich. Beziehungsweise sie ist schlechter, würde ich behaupten. Spaghetti-Eis lässt sich doch lang nicht so befriedigend lecken wie eine Kugel-Eis. Spaghetti-Geschmack, ja, warum? Du stehst da als kleines 8-jähriges Kind und denkst dir, wie dumm sind die Menschen? Was macht es denn Sinn, dass das nur die Form hat? Es muss ja den Geschmack haben. Warum sollte es denn sonst existieren? Und komm mir nicht mit kann ich sein. Es gibt jeden Geschmack auf der Welt als Eis. Es gibt Durian-Eis. Ja, die Leckung hat keinen Sinn ergeben. Meckerst du an den Eisgenießer rum? Gibt's hier Leute, die sagen, oh, wenn es Spaghetti-Eis gibt, immer die Spaghetti-Eis-Version. Warum? Was ist denn an Spaghetti-Eis anders? Was
Also der Spaghetti-Geschmack hat mich zu sehr getriggert. 50% der Leute haben das bestimmt geglaubt, das erste Mal, als sie Spaghetti-Eis gesehen haben. Eis mit Spaghetti-Geschmack? Das ist seltsam, aber okay. Hallo Thais. Da fällt mir das Ketchup-Eis wieder ein. Ich will eine Kugel Rum-Rosine mit Schokolade. Thais, was für ein Eis magst du am liebsten? Erstens Geschmack, zweitens die Form, in der es präsentiert wird. Anscheinend gibt es hier Spaghetti-Genießer. Und ich verstehe nicht, was... Was ist überhaupt Spaghetti-Eis? Ich habe das als Kind auch nie gemocht. Mist, ich werde alt. Du hättest Bock auf blauer Engel-Eis? Was ist das? Was ist denn blauer Engel-Eis? Das klingt wie ein Eis, was für Polizisten erfunden wurde. Hier, für unseren blauen Engel. Hände hoch! Das Eis ist 2 Grad zu kalt. Bauch auf den Rücken. Bauch auf den Rücken. Auf den Boden und Hände auf den Rücken. Und wenn sie es schaffen, auch noch Bauch auf den Rücken. Gibt extra Punkte. Ups. Zitrone als Kugeleis? Hm. Also angeblich, actually, soll ja Zitrone, der künstliche Geschmack von Zitrone, beziehungsweise jeder Zitronengeschmack, dafür sorgen, dass der Körper denkt, dass das eine Chemikalie ist und Hormone ausschüttet, die den Körper in Stress versetzen, weil der Körper Angst hat, dass er gerade vergiftet wird. Hat Galileo gesagt vor 20 Jahren. Halt wirklich. Das habe ich auf Galileo, glaube ich, wirklich vor 20 Jahren gesehen. Warum man die gelben Gummibärchen nicht essen soll? Weil die Zitrusgeschmack haben und Zitrus bringt den Körper in Panik. Schoko-Mint-Eis? Das sagst du nur, weil du weißt, dass Schoko-Minze ein Verbrechen an die Menschheit ist. Ich mag Spaghetti-Eis aber als Schokolade. Aber was ist denn an der Form des Spaghettis besser als einfach nur eine Kugel? Du leckst es beides gleich. Die Berührungspunkte der Zunge mit der Eisschicht sind exakt gleich und der Geschmack ist auch gleich. Warum will man, dass das Eis wie Spaghetti aussieht? Sieht cooler aus. Okay. Spaghetti-Eis leckt man nicht, man löffelt es. Ach wirklich? Ich weiß nichts über Spaghetti-Eis. Ich will es doch nur verstehen. Du bist im Video verewigt, Sonderbonbon war mein Call. Ah, das wusste ich nicht mehr, sonst hätte ich dich natürlich erwähnt. Oh ja, Sonderbonbon hat uns gerettet. Ich meine Spaghetti-Eis in einer Tafel Schokolade. Verstehe ich nicht. Hä? Man hat auch erst vor kurzem widerlegt, dass Handystrahlung nicht das Krebsrisiko anhebt. Ich habe noch vor 15 Jahren in Physik gelernt, dass das physisch nicht sein kann, dass Handystrahlung und andere Strahlung irgendwie den Körper negativ beeinflussen. Aber gleichzeitig hat der Lehrer immer gesagt, aber... Es ist halt relativ neu, deswegen kann es sein, dass wir irgendwas nicht wissen. Aber physisch gesehen, physikalisch gesehen, nicht physisch, physikalisch gesehen, sollte das einfach nur durch uns durchgehen. Aber hey, vor 10 Jahren war Vapen auch noch gesund.
Ist es aus? Ich sehe nichts mehr. Ist das Licht aus? Alles ist... Oh, jetzt drehen sie. Hast du einen anderen Alert gefixt? Nicht wirklich. Ich freeze, aber ich habe die Farbe noch nicht gemacht. Es ist alles weg. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann so Filter gelöscht habe, weil ich mir dachte, was ist das für ein Quatsch? Stellt sich raus, es war kein Quatsch. Vapen ist auch gesund. In den Fruchtsorten sind so viele wertvolle Vitamine drin. Ja, wie Zink und Magnesium. Nicht gesund, sondern gesünder als Rauchen. Der Begriff gesünder ist so ein Paradox, oder? Sword of the Demon King, vielen Dank für 400 Bits. Neuer Screensaver. Bitte schick mir den Screenshot, den du gerade gemacht hast. Ich vermisse die Cam vom Kabelsalat. Ja, ich habe noch keine neue Überwachungscam. Ich meine, ich könnte eine da machen. Aber eigentlich wäre cooler da. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht. Jetzt bin ich erstmal froh, dass alles funktioniert und an dem Ort ist, wo es eigentlich echt ganz cool aussieht. Ich habe auch noch null die Kabel irgendwie sortiert. Im Moment hängen die einfach runter und es ist super hässlich. Zwei. Genau, wir machen so ein komplettes 360-Matrix-Kamerasystem, wo wir quasi so eine Zeitlupe aus 360 Grad bekommen können. Weniger schädlich verkauft sich halt schlechter. Ja, aber ich glaube, gesünder kannst du auch nicht vermarkten. Ich glaube, das spricht gegen jedes Gesetz. Das ist halt Word to Mouth. Mouth to Mouth. Du, ich weiß nicht, ob Vapen weniger schädlich ist. Das ist halt die Sache. Wie willst du etwas beschreiben, dass etwas weniger schädlich ist, wenn es andere Sachen hat, die schädlich sind? So, klar kannst du sagen, okay, in Anbetracht von Teerinhalt ist es weniger schädlich, weil Vapen hat keinen Teerinhalt. Dafür hat aber Vapen andere Sachen, die organische Zigaretten nicht haben. Da du nichts verbrennst, hast du keine Schadstoffe durch die Verbrennung. Ja, aber andere. Deswegen meine ich ja nur. Ich glaube nicht, dass du zu 100% sagen kannst, dass es einfach um 20% weniger schädlich ist. Weil so funktioniert halt Biologie nicht wahrscheinlich. Scheißegal, beides ist scheiße. Wenigstens ist Rauchen cool. Und Rauchen und Vapen ist voll lame. Ja, das haben viele, glaube ich, geschafft, durch Vapen aufhören von Rauchen. Ich habe das ja auch probiert. Ich hatte einen richtigen, fetten, teuren Dampfer. Probiert, nichts gebracht. Einfach kiffen ist auch Rauchen gesund, genau. Aber bei mir hat das null was gebracht, weil es war einfach... Naja, Wasserdampf. Mir hat das Teer gefehlt. Das Gefühl, dass mein Leben verkürzt wird. Es hat gefehlt einfach. Der Kontext war auf einmal anders. Ich habe auch selbst ein Jahr gewaped und bin dann wieder zu normalen Zigaretten zurück. Ja. Sucht. Was für ein kleiner Hohensohn.
Der hat vermutlich der Druck in der Lunge gefehlt. Ja, die kleinen Luft, die kleinen Kapillärchen, die einem platzen. Zum Frühstück gibt es Lungenbrötchen mit Scharlachrot. Auf jeden Fall, Pokémon 1520-4594. Meine neue Telefonnummer. Komischerweise konnte ich mit Zigaretten nie was anfangen. Das ist nicht komischerweise, sei super froh da. Sei so glücklich drum. Es ist so eine Geldverschwendung und bekommst es nie los. Ich kenne jemanden, das macht mich immer noch fertig. Mein Vorgesetzter damals hat mit 35 angefangen zu rauchen. Wo ich mir denke, wie hast du das geschafft? Die normalen, jeder zweite, keine Ahnung, die meisten Menschen fangen an, irgendwie als Teenager zu rauchen und dann ist es halt so in dir drin, dass du süchtig wirst ohne Ende. Aber wer denkt sich dann als 35-Jährige, oh, ich sollte mal anfangen zu rauchen? Nie eine Zigarette geraucht, mit 35 dann auf einmal so, oh, ich fange jetzt einfach mal an. Mit 35, da hast du es schon geschafft. Da bist du der Sucht entkommen und dann fängst du auf einmal an. When life hits you late. Das ist wirklich so, was? Ich habe mit 30 angefangen zu vapen. Ja, aber nicht mit Rauchen. Wer fängt denn mit 30 an zu rauchen? Da hat man hoffentlich für immer aufgehört oder hat es für immer verkackt. Ich oute mich auch seit leider fast 35 Jahren. Ja, aber du hast nicht mit 35 angefangen. Nach 15 Jahren Rauchen muss ich auch sagen, hättest du mal besser nicht angefangen. Ja. Ich liebe den Geruch von Zigarren und Zigarillos. Zigarillos. Ich sofort Spanisch aussprechen will. Zigarillos. Aber wenn ich selber dran ziehe, wird mir sofort schlecht. Der Geschmack ist so insane. Und nein, ich inhaliere nicht, bin ich blöd. Aber der Geschmack auf der Zunge und dieses Verbrannte und so. Riechen tun sie mega. Aber dann selber so, oh, viel zu krass, viel zu krass. Aber es gibt viele wie du, die Zigarren geiler finden. Ich kenne auch Leute, die rauchen Pfeife. Das ist richtig, da bist du ein richtiger Hipster, wenn du so mit so einer Pfeife ankommst, die du dann so ausklopfen musst. Dudi, du auch bist ein Brigaron. Und Phil, du bist ein Törbchen, eine Taube. Die da heißt, weiß ich nicht. Vergessen. Giotto. Ich finde den Geruch so widerwärtig. Auch verständlich. Dusselgur, genau. Jenny, du gemeine Frau, du bist ein Psyana. Das ist doch schön. Psyana. Ich glaube, ich setze mich wieder hin, oder? Wann hast du das gemacht? Vor 37 Minuten, ich habe dir 7 Minuten stehen umsonst gegeben? Ist hier wünscht dir was, oder was? Pfeifert-Style, vor allem wenn es so eine Gandalf-Pfeife ist, die einfach so 3 Meter lang ist und so Schiffe als Form rausgibt. Ja. Oh, Shisha habe ich damals auch so viel geraucht. Ich hatte eine eigene. Wann habe ich die eigentlich weggeschmissen? Shisha ist auch so dumm. Also ich würde an jeder Shisha ziehen, die da rumsteht, aber es war damals richtig so eine Zelebrierung einfach. Jeder hatte eine und dann an die Isar setzen und dann, man ist so cool. Shisha.
Ich finde es aber so gruselig, wie leicht man von Nikotin abhängig werden kann. Ja, es sagt man nicht immer, dass es die gefährlichste Droge ist im Sinne von Sucht, dass man, dass Nikotinsucht die schnellste Sucht von allen ist. Außer vielleicht Heroin. Auch Rosa auch. Rosa hat früher auch geraucht, aber hatte kein Problem, einfach aufzuhören. Und jetzt raucht sie nur, wenn, keine Ahnung, sie ein Bier in der Hand hat und Lust drauf hat. Und ich eine habe für sie. Also sie raucht definitiv, sie ist definitiv keine Raucherin mehr. Ich habe auch einmal mein Parkett, hat damals so Brandlöcher gehabt von den scheiß Shisha-Kohlen. Und dann, wenn du irgendwie zu stark ziehst oder die Alufolie, Alter, was wir uns für Chemikalien reingezogen haben. Diese Kohle und dann Feinstaub und noch die Alufolie, die auch leicht verbrennt und dann kommt dieser krasse Geschmack auf einmal, der dich fast zum Kotzen bringt. Alter. Alufolie, bist ja ein richtiger Shisha-OG. Ich weiß, heute haben Leute diese komischen, keine Ahnung, diese komischen Siebe da aus Metall oder sowas. Nee, Alufolie. Alufolie und dann mit einer Nadel kleine Löcher machen. Und drunter irgendwie Doppelapfel. Extra noch in die Apotheke und Glycerin gekauft, damit man mehr Rauch produziert, womit man dann jeden einzelnen Tabak eingelegt hat. Ich habe Doppelapfel auch nicht gemacht. Ich habe jeder meiner Tabake gekauft, rausgenommen, in so Marmeladengläser, sau viel Molasse oder Glycerin drauf. Glycerin, glaube ich. Glycerin aus der Apotheke drauf. Und dann da so eingeweicht und dann hast du einen Rauchkörper gestaltet. Da war es dann wirklich Gandalf. Ich will keinen Hammer voll. Nein, nein. Heat Management Device. Was? Weißt du, haben sie schon wieder zu. Sie haben es zu, wie sagt man? Es gibt Sachen, die wurden einfach zu. Nicht digitalisiert, aber zu. Wie sagt man denn dazu? Nehmen die jetzt keine Alufolie mehr, sondern ein HMD, ein Heat Management Device. Was ist das denn? Ich mag Hammer voll nicht. Ich mag allgemein so. Sowas wie Hammer voll nicht. Modernisiert, ja, aber. Vergimmickt. Gamification, aber so, du machst ein Gimmick draus. So, du nimmst eigentlich nimmst du nur Alufolie und machst Löcher rein, aber nein, du machst ein HMD. Ein Heat Management Device. Halt so, du machst ein Gimmick draus. Also, du machst so ein Ding draus. Obwohl es nichts ist. Hammer voll und Sabaton, die Helene Fischer des Metals. Nein, es gibt die heilige Dreifaltigkeit des Schlagermetals. Hammer voll, Sabaton und Powerwolf. Gehst du dieses Jahr nochmal in den Urlaub? Nein. Was haben wir denn jetzt gegen Sabaton? Ich mag all diese Bands nicht. Was soll ich denn sagen? Das ist genau doch das, was ich immer sage. Was wundert dich denn, dass ich Sabaton nicht mag? Ich mag. Meine Eltern waren starke Raucher. Wenn man wieder gegangen ist, hatte man so gestunken. So ist das. Kann man die nicht mögen? Du, in meiner Welt verstehe ich nicht, wie man die mögen kann. Ein Typ, der mit irgendwelchen komischen Brustplatten auf der Bühne steht, mit einem Iro und über Krieg singt. Ave Maria, nee, wie heißt das nochmal? Gloria, nee.
Es gibt so ein Das Sabaton-Lied. Sabaton. Was ist auch für ein dummer Name. Dieses Ah, Gloria. Ja, es ist. Primo Victorio. Ja, der Kack hier. Habe ich gleich einen Ohrwurm. Primo Victoria. Wie kann man das denn nicht mögen? Ja, weil es dummer Pseudo. Ah. Rosa liebt die. Aber ich bin jedes Mal so. Wie kann man die denn nicht mögen? Oh, Entschuldigung, wie kann ich nicht mögen, dass er einfach die Gitarre leer für 5 Minuten dann. Primo Victoria. Okay. Klingt ja wie Santiano. Keine Ahnung, klingt wie jede Band, die so klingt. Ich weiß nicht. Nur weil du lieber Leute hörst, die mehr grunzen als singen. Ja, weil es mehr Variabilität aufweist als Primo Victoria. Sagt er eigentlich To the Nazi Life? Was singt der da? Ich weiß, VOD-Gucker denken sich jetzt, was ist los? Doch, tatsächlich, der sagt Nazi. Through the Nazi Lines. Okay, es ist gegen Nazis natürlich, ich weiß. Aber ich habe immer gedacht, ich verstehe das falsch. Through the Nazi Lines. Ich weiß, die machen sich ein bisschen lustig über Krieg und sowas, aber ich finde es immer blöd, über Krieg Musik zu machen. Also, aber es gefällt mir auch musikalisch nicht. Aber ich mag auch einfach nicht, dass man eine Band macht, die sich nur um Krieg thematisiert. Einfach, warum? Hallo, wer sie? Primo Victoria. Im Hintergrund zu Animal Crossing. Dazu kann ich nur sagen, wenn ihr das gerade auf YouTube guckt, erstens, warum? Zweitens, schaut live zu, dann hört ihr die Musik, die wir hören. Aber ich kann logischerweise nicht Sabaton auf YouTube einfach abspielen. Kann ich eigentlich auf Twitch auch nicht. Aber wir tun es trotzdem. Denn wir sind knallharte Metal-Hörer. Nur nicht diesen Dreck. Nein, ich mache doch nur Spaß. Hört, was ihr wollt. Aber wenn du mich fragst, warum ich das nicht mag, es klingt halt einfach nach typischem Standard-Metal ohne irgendwelche Kreativität dahinter. Die auf YouTube können nicht euch lesen, nein, die sehen nur unser Bild. Die sehen nicht, was ihr schreibt. Also hör auf, diese bösen Sachen zu schreiben. Meine Güte. Das ist doch verboten, sowas zu schreiben. Ich hab's doch noch gar nicht geschrieben. Ich war's doch noch am Schreiben. Ja, lieber nicht. Die Frage ist, wer möchte Menschen nicht mehr grunzen als singen ist? Menschen nicht mehr grunzen als singen. Ich weiß, was du meinst, aber ich versteh's nicht. So, was machen wir jetzt? Wir schaffen es immer wieder, auf das Thema des Metals zu kommen und dabei verscheuchen wir Leute, die damit nichts anfangen können. Und wir schaffen es auch immer wieder, auf das Thema Rauchen zu kommen. Wir sind halt einfach echt, Leute. Wir sind halt einfach dreckige, echte Menschen. Mein Lieblings-Pokémon ist Servol. Servol. Ich bin mir nicht sicher, ob das Happens war. Ich glaube, das hat davor jemand getriggert. Aber warum?
Du, das musst du den lieben Gott fragen. Warum sehr wohl mein Lieblings-Pokémon ist. Ich glaube, manche Leute denken wirklich, dass ein Mindling ein Chatter ist. Gestern auch jemand. Wer war das? Wer sie? Irgendjemand hat gestern geantwortet auf ein Mindling. So, echt? Warum? Warum? Ein Mindling, warum? Es ist halt auch blöd, weil man nicht mehr die Farbe sieht. Aber bei mir ist ein Mindling halt komplett grün. Aber das hat ja Twitch leider irgendwann abgeschafft. Aber es sollte trotzdem italic versiv geschrieben sein für euch. Es macht doch nicht so viele Lieblings-Pokémon. Mein Kopf kann sich nicht entscheiden. Ist es jetzt Kadabra, Velursi oder Kokowai? Kokowai kann ich respektieren als Lieblings-Pokémon. Es ist so cool. Ich dachte das gestern, aber ich habe geantwortet, meins ist Rayquaza. Ja, gestimmt, genau. Mein Lieblings-Pokémon ist Servol. Meins ist Rayquaza. Nee, es ist wirklich, man muss es ja nicht checken, weil inzwischen eben es nicht mehr, du siehst es im Chat nicht mehr, ob das ein echter Mensch ist oder nicht. Früher, in den guten alten Zeiten, hat man das noch gut gesehen. Bei dir ist alles immer noch voll grün. Dann hast du ein schönes Plugin, sowas wie Frankaface oder sowas. Die machen das, glaube ich, dass das immer noch farbig dargestellt wird. Porygon Z. Ja, Porygon 2 ist cooler. Porygon Z ist ein bisschen zu abgefahren, oder? So, was haben wir für schöne Zahlen, die wir jetzt erreichen können? 4, 6, 8, 10 geht nicht. 1, 5, 3, 5, 1, 5, 5, 5, 1, 5, 1, 5, vorbei. Wir haben gestern auf den schönsten Zahlen geendet. 4, 4, 4, 4 und 1, 4, 1, 4. Die waren zu schön, die Zahlen. Aber eigentlich darf ich nicht aufhören, bis ein Shiny da ist. Letzte Chance. Aussichtsstream am Wochenende. 69692424. Da sind wir gleich. Früher als Twitch weniger shitty war. Also Twitch ist in ein paar Sachen echt shittier. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die einfach inzwischen funktionieren, ohne dass man nachdenken muss. Früher mussten wir unsere Streams starten und nachgucken, ob wir genug Bandbreite haben, dass ihr den Stream quasi skalieren könnt. Heute ist es selbstverständlich, dass so gut wie jeder, der streamt, kriegt einfach die volle Bandbreite und kann in jedem Format streamen. Früher mussten wir das überprüfen vor jedem Stream. Shitty Fog. Welcome to Shitty Fog. Mehr fällt mir gerade auch nicht ein, was früher schlechter war. Es gab keine Kanalpunkte. Oh mein Gott. Es gab keine... Ich habe immer noch Moments in meinen Settings. Aber man kann keine mehr machen, oder? Früher war alles besser. Ja, damals. Als alles zerbombt wurde und alle Städte neu aufgebaut werden mussten. Die guten Zeiten, wo man noch um sein Essen kämpfen musste. Follower-Emotes? Ja, Emotes, ey. Jetzt kriegt man einfach Emotes hinterhergeworfen und früher konnte man froh sein, wenn man 5 Emotes hat. Ich
War das nicht eine Zeit lang auch an Zuschauerzahlen gebunden? Es gab halt super viele Theorien, wie das so funktioniert hat. Im Endeffekt haben wir unsere Streams gestartet mit einer ganz, ganz schlechten Bitrate, damit quasi Twitch denkt, wir nehmen nicht viel Platz weg, weil wir ein kack kleiner Stream sind. Und dann, sobald du gesehen hast, oh, ich habe ein Codec, also ich kann in 240, 480 und sowas streamen, hast du einfach deine Bitrate auf 8000 hochgeschraubt und du hast den Codec aber behalten, weil er wird dir nicht weggenommen. Aber du kriegst ihn halt manchmal am Anfang nicht. Wenn viel los war auf Twitch, ich weiß nicht, vielleicht ist es immer noch so, ich glaube nicht, wenn viel los war auf Twitch, dann hat nicht jeder einen Codec gekriegt. Deswegen hat man extra schlecht gestreamt, damit man ihn dann kriegt und dann hochgemacht. Das war mein Tipp zumindest, den ich immer gegeben habe, weil es hat funktioniert. Früher gab es noch Hosts. Ja, aber ich fand auch, warum Hosts haben, wenn man raiden kann. Aber es gibt spezifische Cases, wo man sagt, Hosten ist besser und sowas. Im Endeffekt kannst du auch einfach jemanden raiden. Aber ja, was nicht funktioniert, ist, dass du einfach jemanden auf deinem Kanal laufen lässt. Das geht halt nicht mehr. Was geht denn heute so ab? Hab dein Origin Dex Video genossen. Dankeschön, Toni. Was geht heute ab? Das, was schon die ganze Woche abgeht. Wir versuchen, die Drachenwelt und die andere Drachenwelt. Das sind beides Drachen, stimmt. Ja, Moment, Giratina. Doch, Giratina ist ein Drache. Nur kein Unlicht. Was ist Giratina? Drache. Wasser. Drache Geist, stimmt. Drache Geist und nur Drache, oder? Wir versuchen, die Welt mit Drachen zu erobern. Aber damit wir es mit Style tun, wollen wir diese Drachen in Shiny. Hallo Florimon. TV. Habt ihr auch manchmal Angst, wenn ihr einfach irgendeine Wasserflasche irgendwo rumstehen habt und dann kommt die Sonne und strahlt in die Wasserflasche rein, sodass sie so einen Zoom macht, dass ihr die Bude abfackelt? Gibt es nicht so Fälle, wo die Bude abfackelt, weil irgendjemand quasi irgendwas, ein Glas mit Wasser stehen hat, haben hat lassen und dann hat es so eine perfekte Lupe gemacht, dass irgendwas abgefackelt ist? Also wie soll man daran denken? Jetzt darf man noch nicht mal mehr Wassergläser stehen lassen. Heftiges Champ-Team, so viele Shinies. Ich meine, sie sind noch nicht da. Spielst du in dem Fall das schlechteste Pokémon-Spiel am nächsten Freitag? Ja, wegen dir. Weil du gesagt hast, Freitag der 13. passt besser. Und damit hast du vollkommen recht. Du hattest so recht. Aber nächsten Freitag vergesse ich es wahrscheinlich. Und ich sehe jetzt schon, wie du dann in den Chat reinschreibst, aber ich dachte, du willst, und dann werde ich böse, weil ich es vergessen habe. Und du nicht. Und dann mache ich dich fertig. Also ich sehe schon mal voraus, was passiert. Nächste Woche ist Freitag der 13. Okay, ich mach krank. Was soll auf Arbeit passieren, dass du Angst hast und deswegen nicht in die Arbeit gehst? Arbeitest du auf dem Bau? Auf dem Baum? Auf dem Bau, sodass einfach eine Tonne auf dich runterfallen könnte? Ich meine, genauso gefährlich ist es, im Office zu sitzen. Vielleicht verschüttest du deinen Drink auf deine Tastatur und kriegst einen Schlag, wodurch du kurz zuckst und dir dabei einen Nerv einzwickst, der dich komplett paralysiert. Und dann fällst du so zusammen, fällst auf den Boden und haust dir mit der Schläfe gegen den Tisch. Tot. Final Destination. Am Freitag der 13. geht mein Flieger nach Japan. Ey, zum Glück, in Japan ist 13 keine Unglückszahl, sondern wahrscheinlich die 4. In China ist es die 4. In Europa ist es die 13. Sword of the Demon King, das wird mega geil. Geh dir Mount Fuji anschauen und wenn du es schaffst, hol dir ein Ticket nach Hiroshima.
Guckt euch Hiroshima an, wenn ihr da seid. Es ist so cool. Also, cool ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so faszinierend. Hallo, Yoshi. Ich bin nicht zu hell. Ihr seht mich doch. Was habt ihr denn gegen zu hell? Das ganze Spiel ist hell. Die ganze Zeit weiß, weiß, weiß. Nee, kann man es recht machen. Bei Host hatte man keine Werbung, soweit ich mich erinnern kann. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum es abgeschafft wurde. Bei Host hatte man keine Werbung. Echt? Wenn du einen Kanal angeschaut hast auf einem anderen Kanal, hast du dann nie Werbung gekriegt? Ich meine, wenn das deren Problem gewesen wäre, hätten sie das ja einfach fixen können. Sie hätten ja einfach sagen können, dann schalten wir da auch Werbung. Es lag eher daran, und das glaube ich denen auch, dass deswegen habe ich immer Leuten gesagt, wenn ihr es ernst meint, wollt ihr nicht, dass euer Kanal die ganze Zeit hostet. Weil wenn jemand auf euren Kanal kommt und da läuft Content von jemand anderem, ist es sehr verwirrend für potenzielle Zuschauer wie euch, für euch. Weil, ja. Und das war auch die Hauptbegründung von Twitch, dass sie Hosts abschaffen, weil es verwirrend für den Enduser ist, für den Zuschauer ist, wenn auf einem Kanal nicht das läuft von Kanal. Deswegen haben sie halt nur noch Raids gemacht und Hosts abgeschafft. Und beziehungsweise, du kannst ja Leute hosten auf deinem Kanal, sie müssen halt quasi so eingetragen sein. Du kannst ja in dem Rad oben Leute eintragen, die da laufen. Aber du kannst halt nicht mehr spontan sagen, hey, ich möchte dich jetzt hosten. Die Frage ist, um welche Zeit du streamst. Ich muss hier arbeiten. Am Freitag, sicher so wie jeden Tag, so um 16 Uhr. Hast du Reggie Eliki bereits als Shiny? Nein. Das muss ich mir dann auch irgendwann holen. Aber dafür muss ich das Spiel dann neu starten. Aber ich mache mir für den Origin Dex sicher sowieso nochmal einen neuen Spielstand hier. Beziehungsweise ich habe mir ja Schwert geholt auch. Und dann mache ich da Reggie Eliki. Irgendwann. Ruhig. Geduld. Verwirrend, wenn überall Fat Hosted gerade steht. Alcohol BS. Leute fragen mich, was ich tue und was ich spiele, obwohl es im Titel steht. Faulgott, glaub mir. Leute checken es nicht, auch wenn es da steht. Ich meine, es gibt Leute, das habe ich auch selber erlebt bei Zuschauern von mir. Früher war es noch so, dass du hier ein Wort, also hiervon wird ein Wort gemacht. Und dann kannst du ja im Nachhinein diesen Bot anschauen. Das geht ja immer noch. Aber früher konntest du auch noch immer in den Chat reinschreiben. Also das Chatfenster war offen. Du hast den Chat gesehen, das ist auch immer noch so. Aber jetzt kannst du nicht in den Chat reinschreiben. Früher konntest du in den Chat reinschreiben. Und ich hatte Leute, die sich bei mir beschwert haben, dass ich ihnen nicht antworte. Weil die in meinen Bot reingechattet haben und sich gewundert haben, warum ich ihnen nicht antworte. Das ist wie, wenn du ein YouTube-Video anschaust, einen Kommentar drunter schreibst und dir denkst, warum schreibt er nicht sofort mit? Was? Deswegen, ja. Du musst leider bei sowas oder bei allem auf der Welt immer vom dümmsten Glied ausgehen und für die Leute alles designen, damit es für alle funktioniert. Und ja, Hosts waren verwirrend. Ich meine, nichts ist verwirrend für Leute, die mit dem System bekannt sind. Twitch ist aber ziemlich kompliziert für jemanden, der nicht Twitch benutzt. Oh mein Gott, was sind Kanalpunkte? Was ist Hosten? Was ist Raiden? Hä, verstehe ich nicht. Deswegen, ja, das einzige Ziel von Twitch ist es, neue Zuschauer zu kriegen. Leute, die Twitch nicht kennen, auf die Plattform zu kriegen. Und wenn die Leute auf den Kanal gehen und dann sehen sie auf einmal was anderes, als da läuft, du willst nie Verwirrung auslösen in einem Endbenutzer. Deswegen, ich verstehe es, was sie abgeschafft haben, aber es wäre halt auch eine Option gewesen, es irgendwie anders zu machen. Hallo Jacques. Dann müssten sie ja Werbung komplett abschaffen. Naja, Werbung ist ja meistens extrem banal und offensichtlich gemacht.
Hallo, hallo Just Medium. Ich habe dich über YouTube entdeckt, als ich mehr Sachen über den GB Operator gesucht habe. Nice. Kannst du mir einmal sagen, wie du das DS-Spiel über den PC spielst? Ist das ein Emulator? Nein. Also kannst auch einfach emulieren. Aber ich und viele andere, die Pokémon streamen, wir machen das über eine Capture Card im DS. Das ist leider sehr teuer. Aber du kannst einfach auf merki.net gehen und dort dir selber anschauen, was das kostet. Kostet je nachdem, was für ein DS du hast. Also es geht der alte 3DS, 2DS XL und 3DS XL. New. Die 3 kann Merki dir modden und es kostet zwischen 200 und 300 Euro. Hallo Dave. Dann hast du eine Capture Card in deinem DS drin. Und dann spielst du wirklich original dein Spiel auf deiner Konsole und siehst es am PC. Die Gratis-Version davon wäre, wenn du einfach dein DS moddest, was du in einer halben Stunde gemacht hast mit einem Tutorial. Gehst einfach auf 3DS-Hacking, ist eine Website, wird alles genau erklärt. Und dann moddest du deinen DS und kriegst dadurch dann ganz legitim, legal dein Spiel runter und deinen Spielstand runter und spielst dein Spiel und deinen Spielstand auf dem PC auf dem Emulator. Quasi das, was der GB Operator macht. Einfach das Spiel rippen, den Save rippen und dann auf dem Emulator spielen. Nur der GB Operator macht es halt alles in einem System schön, easy, hübsch. Also es ist nichts anderes wie ein Ripper, der gleichzeitig einen Emulator benutzt. Weil ein DS Operator gibt es nicht und wird es sicher auch nicht die nächsten 5 Jahre wird es sicher nicht geben. Wo hast du die Bilder von den Shinies her? Ich google meistens nach TCG. Also machst einfach Giratina TCG Shiny. Trading Card Game. Regidrago gibt's nicht in Shiny, deswegen habe ich das selber mit Photoshop blau gemacht. Und ich muss sagen, ich habe das Blau ziemlich gut getroffen, glaube ich. Also wenn es das nicht in schön gibt irgendwo als Bild bereits. Eine Regel habe ich, benutze keine Bilder, die irgendwelche privaten Künstler gemacht haben. Aber jedes offizielle Design von Pokémon selber benutze ich, weil es ist Pokémon. Aber wenn es irgendein Fanart ist, nehme ich das nicht, weil dann müsste ich nachfragen, ob ich das benutzen darf. Das heißt, wenn es das nicht in Shiny gibt, male ich selber. Also was heißt malen? Ich färbe es um selber. Was nicht schwer ist. Ich habe gehofft, dass es auch so eine Plug-and-Play-Lösung gibt. Ich meine, tut es. Sie kostet nur 300 Euro. Das ist Plug-and-Play. Steckst es rein, es funktioniert. Aber jemand muss halt eine Capture-Card einbauen, was sehr schwierig ist. Du kannst auch Tutorials anschauen, wie man selber eine Capture-Card einbaut. Aber das ist wirklich für sehr fortgeschrittene Leute, die wissen, wie man lötet. Und zwar wirklich gut, weil es ist sehr schwierig. Ich finde es schade, dass man auf der Switch nicht ordentlich Soft resetten kann. Ich weiß, was du meinst. Du musst immer Home-Taste drücken und raus und rein. Aber ich finde, es hat mich noch nie gestört. Ich meine, es wäre schöner, wenn ich einfach LRZ irgendwas drücken könnte, aber ist jetzt nicht so schlimm. Müssten sie ja Werbung komplett abschaffen. Achso, wegen der Logik, dass sie mehr Zuschauer wollen. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass Normies gewohnt sind, Werbung zu sehen. Weil Normies schauen Fernsehen und YouTube, wo die ganze Zeit Werbung kommt. Vor allem im Fernsehen. Kommt alle 10 Minuten, vor allem in Amerika, Werbung. Und im Vergleich dazu ist Twitch halt ein Witz. Deswegen, und Werbung ist halt das Einzige, womit Twitch wirklich Geld verdienen kann. Deswegen ist das eine Konstante, die sie nicht abschaffen dürfen, natürlich. Kauft man dann einen neuen DS? Wenn du keinen DS hast, musst du einen kaufen, ja. Dann kommt der Preis vom DS noch drauf, natürlich.
Duran Duran. Wohin ist sie denn gerannt? Mehr. Eine Capture Card kostet, die Capture Card einbauen zu lassen, kostet mehr als ein DS. Ich hatte halt immer ein New 2DS XL. Und warum auch immer, bei einem New 2DS XL kostet eine Capture Card reinbauen 350 Euro. Oder mehr sogar. Nur die Capture Card einbauen zu lassen. Bei New 2DS XL, anders, beim 2DS XL kostet es über 300 Euro. Bei einem New 3DS XL kostet es 100 Euro weniger. Obwohl es so optisch das gleiche Gerät ist. Aber irgendwas da drin ist anders, weswegen es so schwerer macht, die Capture Card da einzubauen. Und wenn du mit dir bedenkst, 350 Euro, dafür kriegst du locker ein, also für 300 Euro kriegst du locker einen brandneuen 2DS New XL. Und DS sowieso kriegst du für 100 bis 150, 200 Euro. So. Aber ja, es ist anscheinend, also du kannst dir Tutorials anschauen, es ist wirklich schwierig, die einzubauen. Also es ist keine Sache, die man mal eben selber da einbaut. Da muss wirklich jemand dran, der Ahnung davon hat. Und das macht dieser Murky eben. Der Stefan. Wenn es halt nur 20 Sekunden Werbung ist, habe ich überhaupt nichts dagegen. Wenn ich aber sehe, dass manche Streamer alle 15 Minuten dann 3 Minuten Werbung schalten, bin ich direkt raus. Ja, also ich hoffe, du übertreibst, dass du solche Streamer kennst oder dass es Streamer gibt, die das machen. Weil 3 Minuten pro Stunde reicht, um einen Bonus zu kriegen und um Pre-Rolls komplett abzuschalten. Also wenn der Streamer 3 Minuten Werbung pro Stunde schaltet, es geht auch weniger, aber das ist Minimum, damit Pre-Rolls komplett ausgeschalten werden. Und damit du 5% mehr Geld kriegst von der Werbung. Das ist quasi das, was Twitch dir gibt. Mehr dafür, dass du mindestens 3 Minuten... Ich mache gar keine Werbung hier. Ich habe es oft probiert. Und es hat mich so genervt, wie Leute sofort sagen, Werbung, jetzt muss ich 10 Sekunden auf ein Bild gucken. Das hat mich so genervt. Also ihr habt es geschafft, mich einfach so zu nerven damit, dass ich es wieder ausgemacht habe. Obwohl ich reich geworden bin damit. Nee, im Gegenteil. Es bringt so wenig Geld mehr, dass es sich nicht lohnt, sich das Gemecker anzuhören. Aber für riesige Streamer lohnt sich das extrem. Also wenn du ein riesiger Streamer bist mit 10.000 Zuschauern und du schaltest Werbung einmal die Stunde, dann ist das ein Unterschied von du zahlst die Miete oder nicht. Also da verdienst du wirklich nur durch diese Werbung, die du schaltest, einfach die Miete für deine Wohnung. Einmal im Monat locker. Aber wenn du halt ein winziger kleiner Streamer bist, kriegst du halt, das ist ein Unterschied von 10 Euro im Monat. Und dann bist du halt so, ist es mir das wert, dass sich alle beschweren? Welche Werbung? Genau. Ja, ich liebe die Animation, wie Samasenta und Sassian sich einfach wegdrehen. In der Mitte so ein Stock, drehen sich einfach weg. Und die gleiche Animation von Tali auf Hop übertragen. Hallo Mauri. Mal NH Frage, hast du eigentlich ein Schwarz 2 und Weiß 2, X und Y jetzt den Schillerpin? Nö. Wie soll ich den denn da haben? Weißt du, was man dafür tun muss? Alle Pokémon fangen. Das habe ich nicht gemacht. Mauri, dein Spiritus ist Goldini, Goldini. Ah, Goldini. Hab Origin Dex Gen 3, 6 und 7 fast fertig und heute auf der Arbeit mit Gen 1 begonnen. Ah. Ich würde allen empfehlen, mit Gen 1 anzufangen, damit es sich steigert
Und damit du nicht auf einen Schlag jetzt runter musst in die Pokémon Alpha, wo du nicht mal rennen kannst. Oder mehr als 10 Items tragen kannst. Oder 15. Oder Items. Ich mache es kreuz und quer. Autsch. Musste man damals nicht sogar den Nationaldex für Schillerpin füllen? Kommt aufs Spiel drauf an. Aber ich glaube, in Schwarz und Weiß musst du komplett, also musst du Pokémon aus Gen 4 übertragen, dass du die im Pokédex hast. Weil du die im Spiel einfach nicht fangen kannst. Aber du brauchst sie für den Schillerpin. Und in XY ist es, glaube ich, auch so, dass du auf jeden Fall Oras spielen musst. Oder, nee, das kann eigentlich nicht sein, oder? Ich weiß es nicht. Trade ist alles hoch auf 19 Edition. Wie 19 Edition. Achso, du tradest einfach alles von den vorherigen Editionen hoch auf Schwarz-Weiß 2, damit du einen Schillerpin kriegst. Ich hoffe, du hast HGSS für diesen Vorgang, damit du nicht 24 Stunden warten musst jedes Mal. Aber dein Video gestern war erstens super und zweitens danke für den Tipp mit dem Spielstand auf dem Emulator übertragen und dann wieder auf den 3DS. So ist das Handeln der Legis in Usum deutlich angenehmer für mich, weil der Controller angenehmer ist. Das ist doch kein Tipp. Das ist doch einfach Standardikum. Ja, klar. Warum ein Spiel auf einem altmodischen System spielen, wo man Krämpfe in den Händen kriegt und kaum was erkennt, wenn man es einfach auf einem großen Bildschirm spielen kann? Ich wollte gerade sagen, so würde ich das auch gerne mit Switch-Spielen machen, aber Moment mal, die Switch läuft am Fernseher. So, irgendeine Zahl, bei der wir nah dran sind. 1560, 1567, 4654, 46, wir machen 4666. The number of the four beasts. Mein Gott, dadurch könnte ich sogar die Resets mitzählen. Weil du keine Capture Card hast, ja. Da kannst du einfach mit OBS das Fenster aufmachen und den Auto-Counter mitzählen lassen. Wie lange haben die anderen Rages gebraucht, bis die shiny waren? Keine Ahnung, das ist ewig her. Ich habe Registeel und Regirock hier in Schwert und Schild gehuntet. Da habe ich aber nicht mitgezählt. Regirock ging sehr schnell. Registeel war so Mittelfeld. Und dann Regice habe ich auf BDSP gehuntet. Hier, Vollgottschau. Der Stream muss für jeden gemacht sein, sodass es offensichtlich ist, was geschieht und trotzdem. Nur weil wir vorhin drüber geredet haben. Und Regice weiß ich auch nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber unter 1000 würde ich sagen. Also es ging alles relativ gut. Ich glaube, ich habe nie mehr als 4000 gebraucht bei den Regis. Aber ich habe ja noch lange nicht alle. Ich meine, ich habe nicht mal Regi-Giga. Nee, wie heißt es? Regi-Giga, natürlich doch. Regi-Giga-Regi. Bist du eigentlich für Gen 7 Origin auch alle 4 Spiele spielen müssen oder reichen die Ultra Games? Es reichen die Ultra Games. Ich werde aber kurz U und M spielen müssen, nee, S und M spielen müssen für Ash Quajutsu.
Ashkajutsu kann man nur übertragen auf das erste Spiel. Aber Quajutsu ist halt ein Gen 6 Spiel und ich will immer fürs Durchspielen will ich mir immer ein Team machen, was nur aus neuen Pokémon besteht. Also es wird wahrscheinlich das Event Wolverok ist, glaube ich, fix, mein Starter. Den Rest weiß ich noch nicht. Ich finde eigentlich das Insekt geil. Marbula wird zu Durion oder so. Durion finde ich eigentlich ziemlich geil. Und ich finde eigentlich Tukanon auch geil. Deswegen Ash Quajutsu werde ich ganz am Ende machen, wenn wir durch sind, weil ich werde damit eh nicht kämpfen. Gibt es in den 4 Games nicht auch verschiedene Herrschermons? Ist das so? Also ich habe alle 4 Spiele hier liegen, aber ist das so? Sind es nicht, also dass es in S und M unterschiedlich sind, okay, aber die sind doch die gleichen wie in U, oder? Nur noch Buchstaben sagen. Ich habe letztens deine YouTube-Videos gesehen, waren sehr hilfreich, aber warum hast du aufgehört? Ich habe nicht aufgehört. Ich mache fast täglich Videos. Ich mache keine YouTube-Twitch-Support-Videos mehr, weil ich alles gesagt habe, was ich jemals gesagt habe. Ich habe alles gesagt, was ich jemals gesagt habe. Wenn du irgendwelche Fragen zum Stream hast, Rich, dann kannst du mich gerne hier fragen. Wir können gerne drüber reden. Aber ich habe über alles Videos gemacht, über das ich Videos hätte machen können. Deswegen habe ich aufgehört. Woher soll ich mir Videos ziehen, wenn ich über alles Videos gemacht habe? Okay, wenn, also ich will mir auf jeden Fall alle Titanen holen. In Usum. Das heißt, wenn es nicht alle gibt, werde ich die alten auch spielen müssen. Dann muss ich alle spielen. Kommt darauf an, wie weit die Herrscher im Spiel drin sind. In Usum wurde Lusardin durch Aranestro und Amphira durch Knogger ersetzt. Und wie weit im Spiel sind Aranestro und Amphira? Echt, Alola Knogger ist ein Herrscher? Das ist cool aber. Es gibt wirklich verschiedene. Ey, okay, dann muss ich alle spielen. Ich fange aber trotzdem mit Ultramond an. Ich habe keinen Bock, die alten zuerst zu spielen. Es ist das gleiche Spiel. Anzug steht mir sehr gut. Dankeschön, dankeschön. Sagen wir so, 3 bis 4 Stunden Spielzeit, aber Lusardin und Amphira kann man nicht haben. Sind es die beiden, die nicht übertragbar sind wegen irgendeinem Fehler? Sowas wie Alola Kleinstein bekommst du in Usum nur durch Zucht. In SM ist es wild drin. Okay. Ihr zählt immer mehr Sachen auf. Ich glaube, ich muss alle 4 Spiele spielen. Yay. Zum Schluss gibt es in Usum auch nochmal ein Herrscher-Bundlebee. Das gibt es gar nicht in Sonne und Mond. Okay, in Usum. Das spiele ich ja eh. Ich werde Usum spielen. Ich muss nur alles zusätzlich machen, was es nicht in Usum gibt. Das heißt, ich muss die Herrscher machen, auch wenn ich sie nicht wenn ich sie aber nicht auf Home übertragen kann. Also wenn es wirklich stimmt, dass ich die Mond- und Sonne-Herrscher, die Extras nicht übertragen kann auf Bank, warum soll ich sie dann machen? Um es mal gemacht zu haben. Ich habe alle 4 Spiele, ja. Ich dachte, Herrscher-Pokémon kann man allgemein nur durch Herrscher-Sticker bekommen. Also ich habe die Spiele nie gespielt. Ich weiß nicht, wie man die bekommt. Ich folge nur allem, was ihr mir sagt. Heißt das, ich kann Herrscher in Sonne und Mond gar nicht fangen, was? Ich muss Sticker sammeln. Und dann kann ich sie fangen. Also solange ich sie auf Home übertragen kann, werde ich es machen. Wir können überlegen, ob wir es trotzdem machen, wenn ich sie fangen kann. Wenn ich sie nicht fangen kann, mache ich es nicht.
Weil ich habe auch jeden Megastein gesammelt, auch wenn ich sie nicht übertragen kann. Aber wenn es irgendwie zu dem Hauptspiel gehört, dann mache ich's. Aber wenn ich sie nicht mal fangen kann? Im Grunde kannst du die SM auslassen. Das heißt, die Herrscher fängt man gar nicht, sondern man sammelt Sticker und dann werden sie einem geschenkt. Was ist denn das für ein dummes Prinzip? Also kriege ich sie. Ich werde mich informieren, aber wir werden trotzdem erstmal am Montag anfangen, Ultramond zu spielen. Ich bin über 4666. Verdammt. Ja, du bekommst sie, aber nur die aus Usum. 69, okay. Blitzflamme. Du bist ein Kaguya. Kaguya, Anspielung ist Kaguya. Kaguya-ron. Kaguya. Nö. 1569 und 4669, okay? Das mit den Stickern ist nur ein Usum, weil man da keine Zellen mehr sammelt wie in SM. Jetzt verwirrt ihr mich weiter. Das heißt, in Usum muss ich Sticker sammeln, um die Herrscher zu kriegen. In Sonne und Mond sammle ich keine Sticker, sondern fange die Herrscher. Aber es gibt zwei Herrscher, die ich nicht auf Bank übertragen kann, wegen dem Glitch. Was ist, wenn das zufällig genau die zwei Herrscher sind, die ich brauche, weil sie nicht in Usum sind? Dann mache ich sie nicht. Das mit dem Kleinstein ist ein guter Punkt. Weil ich würde gerne Kleinstein natürlich selber fangen. Aber wie dumm ist das denn? Das kann doch nicht sein, dass man in Usum keinen Kleinstein fangen kann, wann es das neue Pokémon war. Da kannst du keine bekommen. In Sonne und Mond kann ich die Herrscher gar nicht fangen. Okay, warum reden wir dann überhaupt darüber, wenn ich sie in Sonne und Mond überhaupt nicht fangen kann? Das heißt, in Sonne und Mond existieren die Herrscher, aber ich kann sie nicht mal fangen. Dann spiele ich natürlich nicht Sonne und Mond. Du besiegst sie einfach nur. Okay. Na dann. Dann brauche ich ja Sonne und Mond nicht spielen, außer es gibt wirklich in Usum kein Alola Kleinstein. Aber wie dumm ist das denn? Kriegt man nicht mal eins irgendwo geschenkt? Naja. 4669, 1569. Ich muss euch jetzt alleine lassen. Denn wir müssen jetzt einkaufen gehen, dann Sport machen und dann Abendessen. Einige Pokémon findest du nur mit der SOS-Methode. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Alola Kleinstein nicht in Usum bekommen kann. Das macht doch gar keinen Sinn. Gute Nacht? Ja, gute Nacht. Ich möchte jetzt einmal hier Alola Kleinstein. Alola Kleinstein. Du gehst noch ins Fitnessstudio? Nö. Habe ich das gesagt? Alola Kleinstein. Pokémon Bank. Was? Da steht buchstäblich Pokémon Bank. Aber bei allen steht Pokémon Bank. Ah ne, hier steht Alola. Ne, hier Alola, die unterscheiden das. Tatsächlich, hier steht Zucht. Zucht. Georock. Kann ja sein, dass es Georock gibt. Georock kann man fangen. Mauri. Also Mauri, du hast recht. Man kann Alola Kleinstein nicht fangen in Usum. Aber Georock. Ist doch okay dann, oder? Man kann Georock fangen. Auf Route 12, 17 und dem Glühberg. Okay. Bisher sieht es so aus, dass ich nicht Sonne und Mond spielen muss. Außer kurz für Ash Quajutsu.
Ja, es gibt nur Alola Georg zu fangen, ja. Aber das ist ja vollkommen okay. Ich habe ja nichts dagegen zu brüten, wenn es keinen anderen Weg gibt. Ich will nur brüten nicht als Ausweg nehmen. Machst du auch Gen 8? Selbstverständlich. Aber Gen 9 mache ich nicht, weil ich Gen 9 gemacht habe, als es rauskam. Also ich habe Gen 9 fertig. Das werde ich dann kurz in Gen 8 erwähnen. Aber ich habe... Was soll man schon in Gen 9 auch Großes machen? In Gen 8 gibt es wenigstens noch die Gigas, die interessant sind. In Legends Arceus gibt es die Alphas, die interessant sind. Ich werde Schwert und Schild und Legends Arceus vielleicht zusammen machen. Schwert und Schild ist Pokusan noch interessant. In Gen 7 weiß ich nicht, was interessant ist, ehrlich gesagt. Bis jetzt nichts. Außer, dass das Spiel lange ist. Kann man Ash Quajutsu auch auf Home haben mit der Form? Nee, du siehst nicht, dass es anders aussieht, weil es ja eine Form ist, die es nur im Kampf hat. Aber es hat halt die besondere Fähigkeit. Und es ist halt die Regel für mich, wenn etwas das Potenzial hat, anders auszusehen, brauche ich es. Weil nur das mit der Fähigkeit kann zu einem Ash Quajutsu werden. Du holst auch die Sui-Form? Ja, sind noch Pokémon, oder? Das sind doch einzelne Pokémon. Arceus ist nicht nur 8,5, sondern Arceus ist Gen 8. Meteno. Was ist an Meteno denn so besonders? Es ist ein Grind, es zu holen, aber fangen. Bei Gen 9 könnte man überlegen, dass ich jetzt, wo das DLC draußen ist, noch jedes Stellar-Pokémon fange, das rumläuft. Kann man eigentlich, kann man jedes Pokémon zu einem Stellarmon machen? Ja, ne, weil es gibt Stellar-Scherben. Und somit ist es wieder unbedeutend. Nee, ich glaube, in Gen 9 passt so. Was kann man denn in Gen 9 groß sammeln? Außer Titan. Apropos, Fuegro, gerade Titan, kann man sich holen. Da brauche ich auch kein Video machen. Ich habe bei jedem Titan-Event mitgemacht. Und hier sind sie. Vorbei. Okay, Party People, vielen Dank. Ich lasse euch mit einem Lied mit einem sehr tragischen, traurigen Lied. Vielen Dank fürs Dasein. Schönes Wochenende. Ich glaube nicht, dass ich am Wochenende online komme. Vielleicht schon. Vielleicht nicht. Ansonsten Montag bin ich sicher wieder da, denn am Montag fangen wir mit Origin Dex Gen 7 an. Wenn ihr das Gen 6 Video noch nicht gesehen habt, shame on you. Wenn ihr es noch nicht eurer Oma empfohlen habt, shame on you. Aber vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Hiersein, vielen Dank für die Subs. Wir sehen uns Montag wieder, spätestens, mit Gen 7 und Tali. Oh, ich will einen Counter. Das wollte ich. Das darf ich nicht vergessen. Ich will einen Counter machen, jedes Mal, wenn Tali diese Bewegung macht. Ich will mitzählen. Ich will eine Statistik machen, wie oft Tali diese Bewegung macht. Der Tali-Counter. Nee, das machen wir in Gen 8. In Gen 8 macht er das. Aber vielleicht macht das auch. Er macht es auch in Gen 7, ne? Egal. Vielen Dank fürs Dasein. Tschüssi, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.